Mikey und ich spielen heute als Feuerwehrmann und wir werden versuchen, in 24 Stunden so viel Feuer zu löschen, wie es nur geht. Stattdessen macht die Feuerwehr natürlich nicht nur Feuer löschen, sondern muss doch ganz andere Dinge machen, wie irgendwelche Straßen bereinigen oder was sauber machen. Aber ich würde sagen, ob wir uns gut angestellt haben und wie weit wir gekommen sind, das seht ihr auf jeden Fall jetzt in diesem Video. Also, let's go und viel Spaß, auf geht's! Ab sofort ist mein Kalender erhältlich und dieser streng limitiert und es gibt insgesamt nur 500 Stück. Schaut jetzt unten in die Videobeschreibung und seid schnell, denn sie sind bald alle. Also, let's go! Warte mal, was machst du da? Junge, willst du auf Mülleimer oder was? Ist ja ekelhaft. Mein Handy ist da reingefallen, ey. Okay. Naja, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so gut ist. Aber der Bus kommt in 2 Minuten, wenn du auf den Bus wartest. Über 2 Minuten? Oh mein Gott, ja. Endlich. Ja. Dann bin ich weg von Hamburg, ey. Naja, ich meine, willst du unbedingt aus Hamburg raus? Ja. Warum? Weil wir immer nur kriminell sind die ganze Zeit, ey. Wir werden nur verfolgt. Jeden Tag, Mann. Junge, ist das nicht der Sinn und Zweck dieses Spiels? Nein, ich möchte mal einfach was Cooles machen und Leute retten. Aber Freunde, wir sind ja auf jeden Fall da, um heute natürlich 24 Stunden alt. Ja, sag schon, also was spielen wir, Santi? Als Feuerwehrmann. Richtig, wir spielen einfach als Feuerwehrmann. Und ich bin so gespannt, Freunde, wie wir das schaffen werden. Ey, was machen die alle hier? Die klatschen. Ja, weil wir endlich mal was Gutes machen. Denkst du, die denken einfach, hier sind einfach nur Idioten gerade? Junge, was geht ab, ey? Raus mit euch. Tschüss. Ganz genau, aber ich würde sagen, komm, Sandy, wir gehen auf jeden Fall, boom, hier als Feuerwehr. Und dafür brauchen wir einfach nur die Feuerwehrschicht, die natürlich erstmal am Start ist. Und meinst du, er ist einfach in meiner Gruppe, Sandy? Was? Der Viti-Gang? Ja, in der Viti-Gang. Bist du auch in der Viti-Gang? Ey, ich bin in der Viti-Gang, klar. Ja, du bist in der Viti-Gang, ich liebe dich dafür. Yeah, okay, chill. Oh, sorry. Junge, das ist unser erster Tag als Feuerwehrmann. Findest du das jetzt so schlimm? Junge, guck mal, hab keine Robux, leider. Hab keine Robux, tut mir leid. Okay, Sandy, würde sagen, wir gehen weiter. Wir müssen nämlich heute mal ein bisschen was machen. Und okay, wollen wir in ein Feuerwehrauto fahren? Warte mal, wir müssen... Guck mal, du musst dich hier im Spind erstmal equippen, ne? Ich weiß nicht, ob du alles nehmen kannst, aber auf jeden Fall kannst du ein paar... Ja. Oh, ein Schlauch. Hörst du das? Hier ist ein Feuer ausgebrochen! Oder was? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut, schlecht ist, was auch immer ist. Aber willst ich würde deinen Rucksack ausziehen? Bei der Feuerwehr? Achso. Nee, Mann, den brauche ich. Wollen wir mit einem Auto fahren oder? Ich habe auch eins gespawnt. Okay, du hast auch eins. Hä? Hier steht gar kein Feuerwehrauto, Junge! Ja, okay, dann fahren wir mit deinem. Du hast einfach gar keins gespawnt. Okay, aber Sandy, wir fahren mal als Feuerwehrauto. Und Freunde, es hat einfach angegeben, dass es hier ein Feuer gibt. Und ich bin so gespannt. Meinst du, wir müssen damit Sirene hin? Oh ja, auf jeden Fall. Es ist unser erster Notfall. Feuer! Feuer! Okay, ob wir das Feuer gelöscht kriegen, wird natürlich an uns liegen. Weißt du eigentlich überhaupt, wie man Feuer löscht? Kommt ein Notfall rein. Was? Feuer, wenn man Senti und Vitamine sind voll dabei. Okay, Senti. Warte mal. Alter, die Polizei lasert uns einfach. Hä, wo ist denn das Feuer? Du musst oben links das anklicken, ne? Und dann wird dir einfach auf der Map das angezeigt, wo das ist. Ja, dann fahr doch. Ja, die Feuerwehr hat uns doch angehalten. Ja, aber ich die ganze Tagzeit. Ja, aber wir haben Sirenen. Oh mein Gott, warte mal, hier ist einer von der Viti-Gang. Der hat einfach ein oranges Auto. Aus dem Weg. Junge, er drängt uns einfach ab, ne? Alter, was geht ab? Nee, der macht uns platt, So, okay. Wow, Junge! Oh mein Gott. Junge, Feuerwehr hat einfach Unfall. Feuerwehr tut weh, aua. Fahr. Okay, ich gebe mein Bestes. Und ich hoffe, es ist nicht komplett zu spät. Ich hoffe, das Haus ist nicht komplett... Oh mein Gott. Siehst du das hin? Da brennt schon! Alter, das brennt ja wirklich. Meinst du, ich sag das aus Spaß oder was? Junge, okay. Das wär so ein Notfall, ein Übungsalarm, weißt du? Oh mein Gott, die Feuerwehr ist schon da! Okay, wir sind... zu spät. Ja, wir sind einfach zu spät. Okay. Weißt du, wie du es machen musst? Du musst diesen Schlauch hier trennen und verbinden. Ich weiß schon, wie ich das mache. Und mit einer Kettensäge oder was? Jo, alles super. Okay, warte mal. Öffnet die Tür. Junge... Mit der Kettensäge. Okay, Sandy, ich muss auf jeden Fall löschen. Ich habe keine Zeit für dich. So, ich habe keine Zeit für deine Spielchen. Junge, ich habe keine Zeit für deine Spielchen. Okay, wir löschen unseren ersten Brand. Okay, weißt du, welchen Brand ich eigentlich habe? Was? Ich habe Durst. Das ist mein Brand. Ja, warte. Mund auf. Und? Darauf? Mund auf. Junge, ich sprühe dich voll. Ich muss ja nicht dran anschließen, ne? Oh Mann, ich hab's gerade weggemacht. So, warte mal.
Mach mal einen Hydranten mit E. Ah. Und jetzt gib mir mal Wasser. Aha. Ja, gib mal Wasser. Ja. Ah, jetzt. Achtung! Jo, ich hab Durm. Ja, danke schön. Danke vielmals. Ich finde es so toll, dass du das gemacht hast. Vielen Dank. Wieder. Also, deren Haus ist abgefackelt und dann guckt die raus und sehen, was wir machen, ne? Ja, ich glaube, meinst du... Ich glaube, wir werden gekündigt am ersten Tag. Ja, tatsächlich glaube ich das auch. Ja, das war halt gut geschmeckt. Naja, die sind trotzdem bestimmt ganz schön böse bist auf du uns. Dran. Und warte mal, das ist einfach Star Elias. Kennst du den nicht? Na klar. Oh nein, er weint. Warte mal. Hä? Was? Ich habe einfach mal geschrieben, ey, was ist denn los? Ja, ich glaube, weil er Angst hatte. Und er so, ja? Hä, ich glaube, der weiß gar nicht, was wir meinen oder was ich will. Ich glaube, der versteht uns nicht. Warum weinst du, frage ich ihn. Ja, ich weiß nicht. Wir sind doch nur Feuerwehrmänner. Wir geben doch schon unser Bestes, weißt du? Oh ja, wir haben den ersten Brand gelöscht, ne? Ja, damit haben wir auf jeden Fall unseren ersten... Oh, warte mal. Emergency, Medic. Aber, ey, wir sind keine Medics. Ja, das ist nicht unser Job. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Denn, Sadie, wir sind jetzt hier nicht mehr. Wir müssen weiter. Alter, ich brauche mal eine Pause von der ganzen Arbeit. Irgendwann ja, okay. Reicht's doch mal. Ja, wir machen Pause, du hast recht. Wir stellen uns einfach jetzt. Bleib stehen! Junge, wir stellen uns aber jetzt hier und wir machen Pause, Mann! Junge, wir haben nur erst einen Notfall gelöst. Okay, Sandy, irgendwie passiert hier nichts. Ich meine, ja, hier passiert immer nur was für den Notarzt. Ist doch gut, wenn nichts anzündet. Eigentlich hast du recht. Denn eigentlich müssen wir ja froh sein und... Warte mal, weißt du, was ich jetzt mache? Was ist eigentlich, wenn ich zu schnell fahre? Oh mein Gott. Jo, was ist da vorne los? Oh mein Gott, er ist stecken geblieben. Junge, warte mal, weg mit euch! So, was ist hier los? Ich selber im Brand aus. Moin, hier ist die Feuerwehr, was ist hier? Oh mein Gott, Sandy. Guten Tag. Sandy, wir haben ein Problem. Was ist hier passiert? Alter, guck mal. Was geht ab? Oh mein Gott. Wir müssen. Alles gut, ich habe alles unter Kontrolle. Wir müssen den Tatverlauf klären. Durch was ist sowas passiert? Das ist der Job von der Feuerwehr? Ja, also eigentlich Polizei, aber Mann, wir sind jetzt halt beides. Polizei und Feuerwehr. Ja, alles klar. Aber egal, komm, wir hauen einfach ab. Warte! Junge, du willst. Alles stark. Oh, Leute, er schreibt auch noch Ruf. Ey, ihr schreibt einfach Ruf Krankenwagen. Oh, die müssen erst ein bisschen trinken bekommen. Junge, was machst du mit denen? Alter, die verdursten. Ja, ich weiß ja nicht, ob die da so Bock drauf haben gerade. Oh, wer hat doch Durst? Hier, du bekommst auch noch was. Jo, Setja da, ich glaube. Naja, egal. Aber egal, ich würde sagen, Freunde, wir fahren einfach mal weiter. Ja, so viel Durst haben die jetzt nun auch nicht. Und, oh nein. Senti? Hm? Warte mal, weißt du was? Wir probieren mal, ob der Zug anhält, okay? Okay. Guck mal. Stopp, anhalten, nee. Feuerwehr. Also, Senti, ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du wirst umgeschnetzelt. Okay, komm her. Wir lassen das Auto einfach mal da stehen. So, wir gucken mal zu und... Oh mein Gott. Pass mal auf und jetzt... Boom, Junge! Oh. Was? Also? Junge! Mir hat's gar nicht interessiert. Alter, hä? Junge, die liegen immer noch hier. Der Zug ist einfach durchgefahren und... Oh mein Gott, okay, hier ist... Weißt du was? Der Zug ist abgefahren. Junge, er weint schon wieder. Was ist mit ihm? Junge, guck dir das mal an, was hier passiert ist. Natürlich weint der. Ja, und hier... Oh, Alter, ich mach kurz Mittagspause. Ja, alles gut. Okay. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay, Sandy, steig ein, Mann. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben einfach das andere Feuerwehrauto da über... Wir haben es umgeschlagen, da. Naja. So, Leute, unser Job ist getan. Wir müssen doch weiter. Junge, weg! Darf man eigentlich auch mit Blaulicht fahren, obwohl es keinen Notruf gibt oder Einsatz gibt? Wir dürfen alles. Jo, wir sind Polizisten. Warte mal. Können wir nicht einen Stern bekommen? Oh mein Gott, Sandy! Feuer ist ausgebrochen! Feuer! Oh mein Gott, fein. Wo? Oh mein Gott, das ist sogar noch hinten im Industriegebiet. Weißt du, was das bedeutet? Ja. Gummi drücken. Nein! Wir löschen es einfach nicht! Lass es doch brennen! Warum? Also, naja, okay, du hast recht. Okay, Freunde, wir fahren auf jeden Fall als Feuerwehr und das ist ja eine C. Übrigens, wenn ihr noch nicht... Wie viel Uhr es ist? Zwei. Das heißt ja Mittagspause. Oh, na dann fahr ich zurück. Der Brand kann warten, ne? Jo, okay, hast recht, ich fahr zurück. Alles klar, Leute, der Brand war nochmal, wir sind Leute, ihr könnt abschalten, wir machen heute kein Feuer mehr. Mittagspause. In der Mittagspause passiert nichts, oder? Nee, wir holen uns einen Kaffee. Ja, du hast recht. Und warte mal. Schau mal oben links, was der noch geschrieben hat. Er ist Feuer. Oh. Okay, wir müssen, Sandy. Die beschweren sich schon. Ja, okay. Ja, das aber will ich aber bezahlt bekommen, die Überstunden. Jo, weißt du eigentlich, dass wir bei der Freiwilligen Feuerwehr sind und gar kein Geld dafür bekommen? Warte mal, was? Tschüss. Wie? Hey, Junge! Sandy, da kommt der nächste Feuerwehrmann hinter dir. Oh mein Gott, stopp. Wir müssen die Ersten sein. Oh, Junge, nee. Warte mal. Nein. Hey! Okay, steig ein. Wir sind... Ja, ich renne. Junge, Alter, warum steigst du auch raus, Junge? Junge, Freiwillige Feuerwehr, als ich das schon gehört habe, war mein Gurt schon ab.
Mann! Und okay. Alter, hier liegen die immer noch da vorne, ne? Ja, Junge, wir verursachen Probleme. Oh nein! Junge! Oh mein Gott, mach doch mal Platz da, Mann! Oh mein Gott, wir müssen einen Brand löschen. Wir müssen den Brand löschen und... Oh nein, okay. Meinst du, wir kommen noch vor der anderen Feuerwehr? Oh mein Gott, ja, wir müssen... Leute, wir müssen es schaffen, wir müssen... Schalt in den sechsten Gang hoch. Junge, ich bin einfach der Fünfte! So, warte mal, ich tu mal ein bisschen abkürzen. Da, warte, soll ich auf seine Reifen schießen? Zum Glück spielt hier gerade keine Kinder und so, ne? Nee, die alle. Oh mein Gott. Okay, warte. Alter, Junge, das fackelt ja alles ab hier. Junge, das ist ein ganz, ganz großes Feuer. Das ist ja so ein kleines Feuer. Ja, keine Sorge. Okay, wir müssen jetzt hier rechts rein. Sind die, der weiß zum Glück nicht, dass man... Junge, ich kann nicht mal mehr fahren, Alter. Ich bin so schlecht gerade. Junge, also, das ist ein Dealer. Ja, aber der bringt uns jetzt nichts. Okay, hier. Oh mein Gott. Warte mal, ich fahre ihn erstmal um. So, okay. So, Sandy. Wir löschen jetzt. Gut. Warte mal, weißt du was? Guck mal, ich spawn die Leiter. Ja, okay. Alter, warte mal, wenn das geht. Leute, ich habe das noch nie probiert. Oh, Leiter spawnen. So, und ich versuche dann auf die Container zu gehen. Oh mein Gott. Junge, wir löschen hier unten alles. Junge, du musst so ein bisschen nach oben gucken. Wusstest du das? Ah, okay, nee. Ja, und oben rechts verdienen wir dann nach und nach ein bisschen Punkte. Oder du gehst in die First Person und... Warte mal, Notruf oder Notarzt ist sogar noch hier? Ja, der ist auch da. Alter, hier ist echt alles. Okay, so. Ich habe auf jeden Fall gut gelöscht und... Sieht gut aus, oder? Ja, sieht gut aus, aber... Ist auf der anderen Seite noch was? Ja, Sadie, die andere Seite brennt auch noch. Oh, nö. Warte mal, ich komme nicht hoch. Um die müssen wir uns nicht kümmern. Meinst du? Okay, wie wollen wir das unserem Chef erklären? Ja, ich mach das schon. Ja, ich hab's einfach nicht gesehen. Ey, Junge, hier, neben mir ist einfach irgendjemand. So, warte mal. Oh, Junge, es hat einfach funktioniert. Ich bin einfach auf den Containern. Ja, jetzt löscht von hier oben nach unten, Mann. Siehst du doch wohl, oder? Junge, das Feuer ist schon gelöscht. Was hast du in einer halben Stunde gemacht? Junge, da hinten. Ja, Junge, da hinten brennt's doch noch. Das sehe ich doch von 2000 Quadratkilometer. Die ganze Action ist schon vorbei und du bist erstmal den Container. Um jetzt runterzuspringen, oder? Ihr habt nicht mal richtig gelöscht. Hier ist doch noch brennendes Feuer. Und warte mal, haben wir alles gelöscht? Wir können alles machen, ja. Warte mal, wir haben unseren Job. Wir haben alles gelöscht. Ja, okay. Und dieser Typ hier. Mann, Sandy. Du bist gefeuert. Was für gefeuert, Mann? Komm. Und. Oh, hallo, schönen guten Tag. Ja, Feuerwehrchef. Soll ich dir was sagen? Sandy, soll ich dir was sagen? Guck mal. Der andere Feuerwehrmann, der fährt da hinten um die Ecke. Der sucht das Feuer immer noch. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben natürlich nicht nur Pro-Polizisten, sondern auch natürlich Noob-Polizisten, ne? Aber ich würde sagen, komm, Sandy, wir fahren auf jeden Fall weiter. Was ist das hier? Was? Achso, das ist, wenn es eine Ölspur gab. Gibt es eine Ölspur? Nee, gerade nicht. Aber das wird noch kommen, oder? Was ist das hier? Weiß nicht. Okay. Okay, steig auf jeden Fall mal ein, Sandy. So, wir fahren auf jeden Fall mal los, okay? Ja, da steht irgendwer links. Der braucht Hilfe. Junge, das ist der traurig war. Das ist der von vorhin. Ja, wieso ist der traurig? Ich weiß es nicht. Warte mal. Was schreibt sie? Wie? Ich habe einfach mal geschrieben, moin, was gibt es? Da hinten fährt immer noch ein Feuerwehrmann, aber anscheinend gibt es keinen Brand. Es wird einfach keinen Brand gerade geben. Ist doch gut. Ja, ist gut. Komm, wir steigen wieder ein. Wir hauen wieder ab. Ja, alles klar, tschüss. Ciao, ciao. Warte mal, was? Vitamine, kann man das Vitamine-Shirt holen? Na klar kannst du das holen! Das ist manchmal wie? Achso. Einfach aus der Roblox-Gruppe in der VT-Gang. Also Freunde, joint natürlich alle die VT-Gang, um auf jeden Fall, ja, ganz, ganz viele coole Dinge zu bekommen. Und ich würde sagen, oh, hab keine Robux. Dann komm in die Gruppe, dann check ich dir welche. Ciao, ich muss aber jetzt los! Junge, ja, wir müssen doch Brände löschen. Da hast du recht. Oh. Warte mal, was wolltest du da durchgeben? Ich hab mich verklickt ausgesehen. Keine Ahnung. Du dachtest bestimmt, ey, yo, ich schreib jetzt einfach mal da rein, oder? German Tomate hat dich einfach gefragt, ob du echt bist. Nee. Was willst du eben? Junge! Er ist gecrashed. Oh mein Gott. Alter, guck mal, die Feuerwehr. Die liegt auf der Seite. Sehr gut, nicht mehr. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir fahren auf jeden Fall weiter. Vielleicht kommt auf jeden Fall noch eine Sache rein, aber... Ja, ich glaube momentan gerade eher... Junge, ich wurde geblitzt, Mann! Was? Nein, das kann nicht sein. Ich wurde einfach geblitzt. Ich habe ein Schießsymbol gezeigt, mein Blitzer. Ah, du bist derjenige, der das coole Foto gemacht hat? Oder zumindest in diesem Foto mit dabei ist? Oh, klar. Ah, danke schön. Diesel 369? Oh mein Gott, warte mal, Sandy. Bäume sind auf die Straße gefallen. Das ist natürlich ein Einsatz für uns. Also für die nicht vorhandene Feuerwehr. Okay, das bedeutet... Ah, wir können jetzt so wegsägen. Ja, also ich denke mal, ich hoffe es. Wir können vielleicht da was machen. Ich bin mir aber noch nicht so richtig sicher. Deswegen würde ich sagen... Oh. Wir müssen aber diesmal die Ersten sein. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Ersten sein. So, wir sind auch, glaube ich, die Ersten. Guck mal, ich fahre einfach jetzt hier. Boom, Junge, so wie ein Geisteskranker. Oh mein Gott, warte mal. Okay, Sandy, okay. Wir müssen erstmal absperren, ja? So, warte mal. Okay, erstmal.
Kegel? Hast du auch ein paar Kegel oder so? Wie starte ich mich ab von diesem Auto? Aussteigen. Okay. Was? Ja, ich war noch im Chat. Ach so. Okay, Freunde, wir müssen natürlich ein bisschen was absperren. City, hast du auch einen Absperrband? Junge, was war ich? Junge, was hast du getan? Alter, ich habe gar nichts getan, Mann. Der ist einfach nur gegen mich gelaufen. So, ich kümmere mich hier schon drum. Okay, kümmere dich. So, Freunde, wir nehmen die Säge in die Hand und... Das Senti, das geht auch ohne Soundeffekte. Ja, komm, aber du machst mehr Spaß. Ja, okay, hast du auch wieder recht. Wir müssen nämlich die Straße clearen und... Ja, bis jetzt kommt noch keine andere Feuerwehr. Bitte verlassen Sie sofort den abgesperrten Bereich. Das ist ein Befehl von Feuerwehrmann. Ja, von Feuerwehrmann Senti, ne? Ja. Komm an, guck mal, jetzt kommt einfach der Notarzt. Der Noob kommt einfach jetzt. Guck mal, die Feuerwehr kommt und hier ist alles bereinigt. Tja. Hier ist einfach alles fertig. Und er guckt... Was macht die Polizei? Was kriegt die eigentlich ab? Junge! Ich weiß nicht. Die waren zwei Baustämme und ganz Notruf haben. Oh Gott, ey, Junge, steh bleiben! Jo, ey, Mann, hier, die fahren echt wie... Die denken alle so, ich kann hier fahren, wie ich will, ne? Aus dem Weg, ich bin der Beste und so, ne? Ja, Junge, was machen die überhaupt hier? Was macht der Notarzt und der Polizist jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die machen, was sie wollen irgendwie. Naja, egal. Senti, ich glaube, wir sollten vielleicht abhauen. Ja, wir haben unseren Job getan, aber... Ja, wir haben eigentlich tatsächlich unseren Job getan. Wir... sind mittlerweile mit die Besten. Aber ich bin eigentlich auch bis jetzt, oh mein Gott, zufrieden und... Oh, warte mal, ich habe noch vergessen, mein Absperrband wegzumachen. Das sollte vielleicht auch nicht bleiben, oder? Nee, das sollte sie lieber mitnehmen. Junge, die fahren einfach alle so, wie sie wollen und einfach gegen mich, hä? Na gut, aber sonst ist eigentlich unsere Schicht als Feuerwehrmann relativ langweilig, oder wie siehst du das? Junge, ist voll die Action. Wir löschen immer Brände. Junge, wir haben kaum was bis jetzt gemacht. Sei doch mal ehrlich. Also, wir haben zwei Häuser gelöscht. Ja, zwei Häuser und einmal die Straße bereinigt. Aber sonst ist doch irgendwie gar nichts passiert. Ja, so ist das Leben als Feuerwehrmann. Ja. Es wird Zeit für eine Pause wieder. Alter! Senti, ich bin einfach was ausgeraubt. Ich würde sagen... Junge, wie kann man so sein? Die haben jetzt einfach... Jetzt gerade? Ja, jetzt gerade! Oh mein Gott. Warte mal, wir können so tun, als wenn wir jemanden suchen. Und Freunde, schreibt mir in die Kommentare, ob ich und Senti auf jeden Fall mal so machen sollen, dass wir so tun, als wenn wir Feuerwehrmänner sind. Aber dabei sind wir auf jeden Fall Bösewichte, die versuchen natürlich Leute auszurauben. Ich glaube, das könnte lustig sein, oder? Ja, das wäre eine gute Idee. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen besser werden. Okay, Sandy, komm, steig ein, Mann. Wir fahren weiter. Ach, du bist schon drin. Junge, na klar, wo Junge, soll ich denn sonst sein? Ich hab dich gesucht, Mann. Okay, Senti, fahren wir mal los. Tschut. Let's go. Warte mal. Senti, direkt vor uns ist ein Feuer ausgebrochen, Mann. Was? Hä? Okay, Alter, ich fahr mal ganz kurz hin, ja? So, das bin da. So, okay, Freunde, wir sperren mal hier ein bisschen ab. Okay, komm, Senti, das ist unser letzter Alter. Einsatz. Wir müssen den noch gut machen, okay? Junge, guck mal, wie schnell hier... Junge, Alter, wie viel Feuerwehr hier kommt. Oh mein Gott. Wo kommen die? Ich weiß nicht, ist mir egal. Senti, komm, wir löschen auf jeden Fall nochmal das Feuer hier. Wusstest du übrigens, dass es bald ein Update gibt und vielleicht sogar eine Drehleitung so gibt? Ja. Ja, woher? Ja, von dir jetzt gerade. Ja, wow. Erzähl mir mehr Vitamine, ich höre zu. Alles ist so laut, Freunde. Ich verstehe mein eigenes Wort kaum. Aber ich lösche einfach, okay. Alter, ey, wie viel Vitamine Leute... Vitamine stinkt. Ey, Junge, das höre ich, ja? Junge, wie viel... Alter, du bist übelst nah dran, ne? Weißt du eigentlich, dass man, wenn man zu nah am Feuer ist, dass man... Ja, was? Ja, man kriegt da Damage. Also, ja, ist gut. Ich hab ein bisschen Rauch eingeatmet. Junge, das glaube ich dir sogar tatsächlich, aber... Okay, Freunde, wir sind gut dabei. Wir müssen hier oben ein bisschen löschen. Aber das ist zum Beispiel ein größeres Haus, ne? So ein Mehrfamilienhaus, was übelst krass brennt, finde ich. Ja, das ist schon groß, Feuer. Aber ich fand es beim Container noch krasser. Ja, wo bist du eigentlich? Welcher bist du? Wie welcher? Hier? Ah, hier. Okay, ich habe dich gesucht, Mann. Ich dachte einfach... Ey, Junge! Ich sprühe einfach alles ins Gesicht, Alter. Wasserschlacht. Junge, Wasserschlacht. Ey, lass mal eine Ey, vergesst mal das Haus, Mann. Lass mal eine Wasserschlacht machen. Ja, lass die Leute mal. Lass die Leute alle nass machen. Okay. So, das löschen wir mal easy. Fertig hier. So, boom. Gelöscht. Wie viel XP hast du schon gemacht? 7,5. 7? Ich habe insgesamt 168. Da gibt's auch... 154. Was? Wie viel? 124. Wow, Senti, was? Du bist ein richtiger... Oh, richtiger Feuerwehrmann. Ja, du auch. Okay, ja. Ich hab alles löschlige Seite hier, außer hier oben noch. Ja, wir müssen alles noch löschen, Senti. Oder wir machen einfach Feierabend und lassen den Rest den anderen. Ja, danach können wir Feierabend machen. Okay. Würde ich nämlich genauso sagen. Wir... Also löschen das auch noch hier drüben und...
Junge, er spritzt mich. Was Junge, sagt der? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich weiß nicht, ob ich das so lustig finde, wenn du die ganze Zeit hinterher rennst und die voll sprühst. Ja, ja, was geht da? Was? Okay, Junge, okay. Das Auto. Hä? Boah, was für ein heftiges Feuerauto der hat. Ja, stimmt. Das ist echt geil, nice. Okay, Sandy, aber ich würde sagen... Ich habe so ein Loser-Auto. Ja, weil wir jetzt noch nicht die Besten sind, tatsächlich. Ey, Mann. Ey, Junge, der lässt uns aber nicht rein hier. Naja, egal. Alter, die crasht uns auch noch. Oh, Mann, ey. Wir sind in einem Team hier, Loops. Junge, wir haben es nur... Ich glaube, mein Auto ist fest. Oh, dankeschön. Okay, Freunde, wir fahren auf jeden Fall jetzt fertig. Zumindest fahren wir zum Ende. Wir haben nämlich Feierabend! Oh! Yeah! Junge, lass das Auto so stehen, komm, Sandy. Ja, eigentlich perfekt geparkt. Wir beenden unsere Schicht. Schicht beenden. Na, ja, okay. Wir haben einmal minus 5 bekommen. Aber egal, Freunde. Wir waren nämlich 24 Stunden lang Feuerwehrmann. Und ja, jetzt haben wir es ge... Was machst du mit dem? Yeah! Ja, let's go! Oh mein Gott! Aber Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coole Videos sehen wollt, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss! Tschüss. Heute sind wir mal als SWAT-Member gestartet. Und yo, Freunde, das hat sowas von Spaß gemacht. Denn als SWAT-Member können wir übel stark sein und haben übelst viele coole Waffen. Und selbst das Auto, das sieht so mega cool aus. Aber ich würde sagen, lasst euch selbst inspirieren und schaut jetzt unbedingt das Video bis zum Ende. Denn dieses Video war ultra heftig. Also, let's go! Ab sofort ist mein Kalender erhältlich und dieser streng limitiert und es gibt insgesamt nur 500 Stück. Schaut jetzt unten in die Videobeschreibung und seid schnell, denn sie sind bald alle. Also, let's go! Yo, ich hab übelst Hunger. Let's go. Okay, ab geht die Post. Lecker. Ein paar Kekse. Die will ich mir auf jeden Fall... warte mal. Schmecken lassen. Hey, was soll das denn jetzt? Warte mal. Wieso nicht? Nein, bitte nicht. Wie? Ich wurde am Gefängnis festgenommen? Oh, nö. Freunde. Was? Och, nee, Freunde. Das fängt ja auf jeden Fall gut an. Nee, das hast du wohl davon. Ach, Mann. Ich muss lieb werden. Weil so bin ich echt dauerhaft im Gefängnis und... Hä? Was machen die denn? Okay, Freunde, aber ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall mal wieder frei. Was macht denn der hier? Ich drehe mich im Kreis, ich drehe mich im Kreis, ich drehe mich im Kreis. Nee, der ist echt verrückt, Leute. Auf dem Server haben wir gerade 6 Polizisten, ne? 6 von der Feuerwehr und ein ADAC-Member. Warte mal, warum will der mich tasern, ey? Ich bin doch nett. Aber, Freunde, ich habe mir überlegt, heute gibt es natürlich eine besondere Special-Folge. Und zwar werden wir der krasseste Polizist werden, den es natürlich nur gibt in Notruf Hamburg. Und dafür spielen wir heute als SWAT-Member. Okay, SEK ist eigentlich das Gleiche. Oha! Denn durch die Uniform sind wir übelst krass geschützt. Und wir haben auch richtig heftige Waffen. Yo! Okay, wir haben sogar eine Sniper, Freunde. Und ich glaube, wir sollten auch sogar ein krasses Auto besitzen. Übrigens kann ich meine Handschuhe und meinen Helm ändern, wenn ich das möchte. Aber ich bleibe lieber getarnt. Okay, und wir haben nämlich hier den Survivor Air oder den Armor Truck. Also eins von den beiden ist natürlich mega krass. Die sind zwar beide langsam. Aber ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit diesem heftigen Fahrzeug. Und wir sind natürlich da, um die ganz, ganz heftigen Verbrecher zu verhaften. Und warte mal, es gibt nur einen. Mit einem Stern. Und warte mal, der hat nur eine Strafe gemacht. Ja, okay. Wir sind eigentlich nur für die Härtefälle da. Also alles, was über 5 Sterne besitzt, ist natürlich unser Fall. Und da werden wir natürlich dann ausrücken, Freunde. Aber bis jetzt scheint es noch relativ harmlos zu sein. Deshalb müssen wir natürlich uns ein bisschen benehmen und ganz vorsichtig durch die Stadt fahren. Okay, wenn wir ehrlich sind, das Ding fährt nicht schnell. Okay, schnell genug, um geblitzt zu werden. Na toll. Okay, hier haben wir sogar einen mit 3 Sternen. Und der hat einfach einen Juwelier ausgeraubt und 3-mal einen Kassenraub. Und er hat sogar eine Person geschlagen. Okay, Freunde, wir werden... Ich würde sagen, was machen wir? Wollen wir auf jeden Fall den Juwelier so ein bisschen bewachen? Wir könnten auf jeden Fall hier so alles absperren. Zumindestens... Oh mein Gott, Containerschiff. Okay, Freunde, wisst ihr was? Wir sind aber viel zu langsam mit dem Auto. Ich glaube, wir müssen eine Abkürzung nehmen. Wir fahren einfach hier hinten über die Schienen lang. Ich glaube, da sind wir sogar schneller. Okay, wenn wir es noch schaffen, Freunde. Ich glaube, die Schranken gehen gleich runter. Oh, war das knapp! Übrigens, das Ding ist auch übelst gut für Offroad. Also mit dem könnt ihr euch eigentlich nicht festfahren. Und Freunde, bitte, lasst es funktionieren. Ja, hat ja gut funktioniert. Es hat auf jeden Fall funktioniert, dass wir uns jetzt
Was? Ja, okay, warte mal, wir könnten uns sogar freifahren. Ja, komm und... Io, warte mal! Oder sind wir frei? Leute, hab mich festgefahren. Wir bräuchten mal ADC oder so. Oder warte mal, ich schieb mein Auto einfach selber raus. Yo, der SWAT-Mapper ist so krass, dass ich einfach mein eigenes Auto hier rumschiebe. Yo, eigentlich in echt würde sowas niemals funktionieren, aber in Notruf Hamburg ist alles möglich. Also Freunde, wenn ihr mal einen Abschlepper braucht, ruft einfach Vitamine den SWAT-Mapper an, ja? Und hier oben ist einfach ein Polizei-Officer da und ich will da unbedingt helfen, aber ich komm grad hier nicht raus. Okay, Freunde, hab's geschafft. Okay, mit dem Panzer sollten wir vielleicht doch nicht mehr da lang fahren. Okay. Unsere Aufgabe ist es, Raphael 2013-cool zu bekommen. Er hat das Kennzeichen HHSG82, denn er hat einfach die krassesten und bösesten Dinge getan. Und warte mal, Alter, die Schranken gehen, glaube ich, nicht mal runter. Und warte mal, hier wird auf. Hier wird geschossen. Okay, warte mal, Freunde, wir gucken mal. Hier, oh mein Gott, warte mal. Ist das ein Polizist oder... Oh, warte mal, ist das hier ein Bösewicht? Hey, Hendo! Okay, Limonade ist anscheinend nicht böse. Aber dafür haben wir auch nur auf jeden Fall ein Mädchen, was böse ist. Donut. Aber ansonsten ist es bis jetzt sehr ruhig hier in Notruf Hamburg. Zumindest noch keine großen Vorkommnisse. Sehr gut. Gefällt mir. Okay, Freunde, wir sind auf einem neuen Server. Und schaut euch mal diese Liste an. Alter, da dann der krasseste, böseste Verbrecher auf diesem Server. Und ich würde sagen, Alter, hier wird geschossen, Freunde. Was passiert hier? Und oh mein Gott. Boom. Nein, wir müssen einen festnehmen. Keine Ahnung. Okay, ich hoffe... Yo, okay, warte. Hey, warte mal. Das ist der Dardan. Oh nein, nein. Und ja, wir haben ihn. Oh mein Gott, warte mal. Dichten wir auch noch fest. Leute, das ist ein krasser Server. Denn hier gibt es übelst viele Verbrecher und da auch. Ich habe übrigens auch das neue Auto mir zugelegt. Und warte mal, das eine ist ein Lami-Fan. Eigentlich werde ich keine Lami-Fans festnehmen. Aber ja, tut mir leid. Du bist auf jeden Fall festgenommen. Und mal gucken, was hier passiert. Dardan. Der hat einfach 5 Sterne. Strafanzeigen, Sachbeschädigung, Juwelierraub, Bombe. Ups, ich habe ihn auch völlig freigelassen. Sorry, Mann. Ja, tut mir leid, auch wenn du ein Lami-Fan bist. Ich liebe dich. Aber du musst auf jeden Fall trotzdem deine Strafe abbüßen. Oh mein Gott, das ist auch ein Verbrecher. Freunde, das ist auch einer. Safe, oder? Yo, was? Jakob, ha, er ist einfach zu mir gekommen. Und ich meine, als SWAT-Member sind wir übelst krass. Und oh mein Gott, der Toolshop wird ausgeraubt. Freunde, ich würde sagen, wir geben einfach mal Vollgas. Ey, safe, Freunde, sind wir viel zu langsam dafür. Ey, Junge, was macht der Notarzt? Okay, komm, gib Gas. Gib Gummi. Wisst ihr, was eigentlich cool wäre? Wenn man auf jeden Fall das Schiebeschild irgendwie nach unten machen könnte. Okay, Freunde. Achtung und... Yo, sorry! Okay, vielleicht treffen wir noch jemanden an. Vielleicht sind wir nicht allzu spät. Denn der Kassenraub ist ja gerade eben erst passiert. Bedeutet, es könnte vielleicht noch ein Verbrecher vor Ort sein, aber... Oh nein, wir sind eindeutig zu... Oh, warte mal, ist das der? Hey, wir gucken mal, Freunde. Vielleicht ist es ja ein Bösewicht. Und... Nee, okay, so wird das nicht so... Ja, warte mal! Es ist wirklich ein Bösewicht! Okay, meint ihr, wir kommen mit der Karre hinterher? Ich gebe einfach Vollgas. Leute, alles, was wir können. Junge, das ist so langsam, das Auto. Aber da vorne ist unser Verbrecher und der hat nämlich keine Reifen mehr. Und Freunde, glaubt mir, SWAT oder SEK ist einfach zu krass. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal SEK gespielt habt und yo! Warte mal, Attacke. Wir müssen ihn angreifen. Wir müssen sein Auto beschädigen, bis er nicht mehr fahren kann. Und Freunde, wenn das geschafft ist, dann kann er nämlich nur noch ausrollen. Oh Mann, ey. Wir sind einfach zu langsam mit dem Auto. Mann! Das SEK bräuchte echt mal bessere Autos. Oh, warte mal. Freunde, er kommt uns entgegen. Ist er das? Ja, boom, Junge! Warte mal. Ey, wir greifen ihn an. Das ist, glaube ich, das Auto. Und let's go, Attacke! Okay, Freunde, ich glaube, das Auto ist beschädigt und er kann nicht mehr weiterfahren. Es tut uns leid. Sie werden leider verhaftet. Und Mira! Mira, es tut mir leid. Oh, bitte lass mich frei. Warte mal. Sie ist einfach vom Server geläftet. Und warte mal, der einzige da... Das ist, glaube ich, unser Verbrecher. Hey, ADAC, was wollt ihr von mir? Ich fahre einfach irgendwelchen Autos hinterher. Alter, der Server ist übelst böse. Der Böseste hat einfach 5 Sterne. Und er hat das Kennzeichen RI70. Und warte mal, was hast du für ein Kennzeichen? Oh, warte mal, das ist ja sogar... Oh mein Gott. Alter, wie kommen wir so schnell hinterher? Freunde, der hat einen Sportwagen. Wie sollen wir bitte als SEK-Member dort hinterherkommen? Ey, bitte. Stehen bleiben! Jetzt ist aber mal die Polizei gefragt. So, bitte bleiben Sie stehen. Ja, das ist ja wirklich... Oh mein Gott. So, und festgenommen. Colin, warte mal. Hä? Hier steht einfach RI70 und er ist nicht mehr böse. Was? Er hat seine 5 Sterne abgesessen. Und der nächste hat einfach RA...
14. Und er kennt mich einfach Moin. Ich kann sogar meinen Helm und meine Klamotten abnehmen. Und er schreibt so Moin, Bro. Und ich schreibe so Hi, Bro. Und ey, ich wollte ihn eigentlich einknasten. Schade. Oh, warte mal, ein Containerschiff wird ausgeraubt. Da müssen wir hin. Let's go. Okay, tut mir leid. Ich habe keine Zeit für dich, Colin. Aber auf jeden Fall grüße ich dich in meinem Video. Moin, Colin. Schön, dass du da bist. Übrigens, Freunde, wenn ihr gerne mal mit dabei sein wollt in einem Video von mir, dann joint jetzt mein Discord unten in der Videobeschreibung. Schaut unbedingt noch bei meinem Adventskalender-Merch vorbei. Denn diesen gibt es wirklich nur limitiert auf 500 Stück. Und es gibt, glaube ich, gerade mal nur noch 400 oder so. Also seid schnell. Denn bald ist sogar Weihnachten und glaubt mir, der schmeckt ultra lecker. Aber keine Zeit dafür jetzt, Freunde. Und kommt natürlich auf jeden Fall in die Viti-Gang-Gruppe. Und Freunde, ich hoffe, das war kein schwules Auto da. Aber Containerschiff. Okay, steht da noch? Ja, das Auto steht. Er fährt gerade los. Oh mein Gott. Stehen geblieben! Sag mal, Freunde, welches Auto ist jetzt das Verbrecherauto? Das davor oder der da? Alter, ich bin viel zu langsam. Wer von den beiden ist der Verbrecher? Oh mein Gott. Bis ich aus dem Tee komme. Okay, warte mal. Er will eine Abkürzung nehmen. Nein, 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 nein. Ich verfolge ihn hier. Boom. Keine Ahnung, wie gesagt, ob es der richtige ist. Ich hoffe es einfach mal. Also zumindest, ich denke mal. Oh mein Gott, warte mal. Können wir ihn crashen oder so? Nein. Nein, Junge. Oh mein Gott, Alter. Was war das für ein Stunt? Er ist einfach über Rot gefahren. Schon deshalb muss ich ihn verhaften. Let's go. Okay, hinter mir ist noch andere Polizei. So, warte mal, wir fahren einfach. Wir sind heute mein Geisterfahrer. Oh mein Gott, Freunde, warte mal. Können wir ihn irgendwie crashen oder so? Okay, Stopsticks. Let's go. Ja, Stopsticks haben auf jeden Fall schon mal funktioniert. Wie soll ich mit dem Ding jetzt so schnell umdrehen? Mann, ich bin eindeutig zu langsam damit. Mit dem Ding zu drehen ist ja wie mit dem Bus zu drehen. Okay, wisst ihr was? Freunde, wir holen uns jetzt mal ein schnelleres Auto, um einfach noch zu beweisen, dass SEK übelst krass ist. Alter, ich tucker hier mit 90, Mann. Wie lange soll ich hier bitte noch fahren? Oh, nein, 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 Junge! Oha! Ich bin einfach über Wasser gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und ihr, das SEK ist wie Jesus und kann über Wasser laufen? Warte mal, die Jahrestagsstelle wird auch noch ausgeraubt. Oh mein Gott. Ey, warte mal. Wir stellen uns vor dem Auto. Ja, okay, hat der super funktioniert, aber... Warte mal, das ist unser Kumpel von gerade eben. Colin! Nein, nein, nein. Colin, tut mir leid. Colin, das lasse ich nicht so durch. Auch wenn du mein Fan bist und ich dich sehr liebe, muss ich dich dafür für die Handlung auf jeden Fall festnehmen. Colin, du kannst nicht alles machen, was du willst hier, ja? Und ja, Colin, du bist jetzt im Video. Allerdings muss ich dich leider verhaften. Tut mir leid, Regeln sind Regeln. Nein, bitte nicht, Vitamine! Okay, du hast Glück gehabt. Ich lass dich einfach frei. Weißt du warum? Weil du mein Fan bist. Naja, zumindest hole ich mir ein neues Auto ab. Freund, ich brauche unbedingt ein neues Auto. Er fragt sogar nochmal, komme ich in dein Video? Und ich stelle mein Auto ab, hol mir sogar ein neues. Und wir holen uns jetzt sogar ein krasses Auto. Und nee, Colin, du kommst doch mit. So, ich habe mich umentschieden. Rein mit dir. Und jetzt beweise ich euch, dass SEK übelst krass ist. Denn schaut euch mal an, wie schnell ich damit fahren kann. Wow, einfach übelst Vollgas geben. Oh mein Gott, damit kann ich übelst schnell Leuten hinterher rennen. So, warte mal. Und boom. Let's go, anhalten und ha, ey, so einfach Stunts machen, ne? Und Freunde, damit ist auf jeden Fall Colin Cool verhaftet. Und warte mal, oh mein Gott, Polizisten down, Mayday, Mayday. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich mit ZSEK spielen soll. Warte mal, der ist auch böse, ey, wie viele böse sind, warte mal. Guck mal, ich zeig euch mal, Freunde, und boom, aussteigen, Stopsticks und, jo, Freunde, ha, so leicht kriegt ihr nämlich die Leute. SEK ist einfach zu krass. So, ich meine, er ist jetzt sogar in der Sackgasse oder sie ist in der Sackgasse. Ich glaube, das war sogar ein Mädchen. Und was macht sie? Boom, sie macht einen Unfall und, ja, festnehmen. So, warte mal, festnehmen, keine Chance. Oh nein. Freunde, wir müssen jetzt irgendwie noch das Auto hinterherfahren. Ich hatte einfach meine Waffe nicht geladen. Das Einfachste ist, um Leute zu bekommen, ist einfach ihr Auto sogar danach kaputt zu schießen. Mist, wo ist sie lang? Ich weiß nicht wo. Okay. Hab sie verloren. Sie hat gewonnen. Ach nö. Okay, Verstärkung wurde angefordert. Und warte mal, der Toolshop wurde auch noch ausgeraubt. Okay, Freunde, da fahren wir jetzt hin. Denn jetzt sind wir ja natürlich ultra schnell. Also, sie redet an und Vollgas dorthin. Und oh mein Gott, warte mal, hier ein gelbes Auto. Also, mach, was du willst. So, Freunde, wir fahren mal kurz hier ran. Und da ist er. Let's go. Pizzamann, kommen Sie bitte freiwillig mit. Es bringt nichts. Warte mal. Der ist einfach vom Server gel... Oh mein Gott, sowas habe ich noch nie gesehen. Das wusste ich gar nicht, dass es geht. Dort hinten fährt er. Okay, warte mal, er hat ein weißes Auto. Er ist beim ADAC. Er ist einfach durch die Wand eingestiegen. Ich wusste tatsächlich wirklich gar nicht, dass das geht. Aber Freunde, ich bin natürlich...
Ja, ein krasser SEK-Member. Komm, Leute, den müssen wir unbedingt festnehmen. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Auf frischer Tat haben wir ihn nämlich ertappt. Und Leute, okay, er fährt. Oh mein Gott. Er fährt nicht gut. Okay, ich glaube, wenn es so weitergeht. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Er hat alle Reifen auf jeden Fall runter. Wenn die Reifen runter sind, braucht ihr nur noch 2 oder 3 Mal aufs Auto ballern. Und dann hat er keine Chance mehr. Warte mal. Oh mein Gott, was, Digga? Nein. Nein! Okay, jetzt brauche ich sogar einen Abschlepper. Und er will einfach wegschwimmen. Ey, Junge! Hör mal auf, wegzuschwimmen! Okay, Freunde, Red Bull rein und neue Ausdauer. Ich werde ihn einfach so lange folgen, bis ich ihn habe. Warte mal, wo schwimmen wir hin? Warte mal, der hat einfach auch einen Red Bull getrunken. Okay, 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 aber ich kriege ihn, Freunde, ich kriege ihn. Ich bin zuversichtlich, dass wir ihn bekommen werden. Und, oh nein, nicht tauchen, nicht tauchen, nicht tauchen. So, wir haben ihn und, komm, Taser, jetzt. Nur noch, yo, Taser und, haha, festgenommen. Wie, warte mal, wie sieht denn das aus? Ha, das sieht so aus, als wenn ich so seitlich schwimme und, someone. Hey, bitte, ich bin ein Noob, bitte lass mich frei, ich bin doch nur ein Pizzabäcker. Nein, du bist kein Pizzabäcker, ich habe ganz genau gesehen, was du gemacht hast. Und du hast nämlich einfach... Warte mal, wie kommen wir jetzt hier weg? Mist, daran habe ich gar nicht gedacht. Das Auto ist einfach im Wasser. Oh nee, ne? Zumindestens habe ich ihn auf jeden Fall fertig gemacht. Oh, 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 meine Schuhe, Mann. Die Frage ist... Was mache ich jetzt mit ihm? Ich habe kein Auto, ich habe gar nichts. Warte mal, ich habe einfach Verstärkung angefordert in der Hoffnung, dass auf jeden Fall jemand kommt. Was mache ich sonst mit dem, Leute? Ich habe echt keine Ahnung. Ich meine, ich kann ihn freilassen und tasern, aber das bringt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel. Ach, Mann, ey. Ich brauche Hilfe, bitte. Ich habe mal geschrieben in den Polizeichat, kann mich jemand abholen? Und oh mein Gott, ich habe ihn einfach freigelassen aus Versehen. Ha, das wollte ich gar nicht. Sorry. Aber ich staune eigentlich, dass er nicht vom Server lief. Weil die meisten tatsächlich machen das. Ich hoffe, das ist okay für dich, dass wir ein bisschen... Gefängnis laufen. Das ist ein Ausdauertraining. Du musst doch irgendwann mal ein Auto kommen. Jetzt mal im Ernst. Das kann doch nicht sein. Hier ist kein Auto? Normalerweise ist hier eine Betriebsstraße und die ganze Zeit voll. Und was, Alter? Hier hinten wird Polizist nach Polizist umgeschnetzelt. Und da will ich eigentlich unbedingt helfen. Und warte mal, hier ist einer. Ey, kannst du mir vielleicht helfen? Ich habe kein Auto. Oh nein, Freunde, die haben eine Waffe. Oh mein Gott, okay. Wir müssen handeln. Wir müssen handeln und... Attacke, let's go! Okay, wir haben einen, Freunde. Wir haben einen auf jeden Fall. Ha! Warte mal, ist der noch eingestiegen? Okay, Freunde. Ich weiß nicht, was wir tun. Okay, okay, okay. Ich habe auf jeden Fall einen umgeschnitzt. Und da ist der zweite. Und jetzt kommt die Polizei. Und jetzt kommt meine Polizei, Freunde. Wow. Wisst ihr was? Ich warte einfach auf den Notruf. Oder auf den Notarzt. Ey, wenn es überhaupt welche gibt. Und Alter, der krasseste ist einfach mit 5 Sternen und hat sogar... Ja, der hat sogar Waffen, alles. Ich mache einfach mal eine Polizeiabsperrung. So. Hier sollte keiner mehr durch. Meint ihr, kommt irgendwann noch Polizei oder Notarzt, die mir vielleicht helfen? Weil mein Auto ist ja ganz klar unten. Oh mein Gott, warte mal, das ist ein Verbrecher übrigens, ne? So. Ah ja, er traut sich einfach nicht an uns vorbei. Und ich glaube, der Notarzt kommt endlich! Ja, Freunde, der Krankenwagen ist da, juhu! Ich freue mich so sehr. Oh, okay. Vielen Dank. Dankeschön, dass Sie mir helfen. Und Freunde, warte mal. Der kommt gleich 100%ig hier lang gefahren. So, Stopsticks habe ich auf jeden Fall schon mal in der Hand. Will unbedingt hier ran. Ich weiß es. Der kommt hier unbedingt safe gleich ran. Der will mich überfahren. Ich kenne seine Tricks. Aber Freunde, ich bin übelst krass. So, warte mal. Ich werde die beide kriegen. Werdet ihr sehen. Okay, Freunde, schnell den einen auf jeden Fall verhaften. Boom. Ah, yo, ich hab ihn. Na, was sagst du dazu, Kumpel? Okay, warte mal. Schnell wieder festnehmen. Boom. Kann ich denn eigentlich uns Krankenwagen? Mist. Okay. Oha! Ich habe ihn einfach mal gefragt, kannst du mich zur Polizei fahren? Oh mein Gott, warte mal. Vielleicht klappt das. Vielleicht fährt er mich wirklich zur Polizei. Ich bin einfach ein Polizist, der im Krankenwagen mitfahren muss, weil ich kein Auto besitze. Alter, die denken auch... Ey, was ist das für ein Noob-SEK-Member? Und sein Freund fährt einfach uns hinterher, weil er ihn befreien möchte. Ey, warte mal. Da geht's nicht zur Polizeistation. Kumpel? Okay, wir haben ein Problem. Wir haben einfach einen Banditen hinten drin und er fährt nicht zur Polizeistation. Oh nein. Oh nein. Wir sind gefangen. Nein. Freunde. Hilfe. Warte mal. Er fährt uns stattdessen einfach zum... Jo, zum Knast als ob. Oha. Okay. Geht auch. Danke. Ha, ich nehme ihn einfach fest. Was? Was habe ich auch noch nie erlebt? Dankeschön. Jo, ciao. Okay. Und damit bist du verhaftet. Einfach von dem Krankenwagen verhaftet worden. Nice, Leute. Und hier ist auch noch mein Auto. Stehen geblieben, Mann. Junge, fahr hinterher. Ich fahr einfach mit dem Krankenwagen Autos hinterher. Und warte mal. Oh nee, der ist geliftet vom Server. Ich hätte den locker easy bekommen. Aber ja, Freunde, ihr merkt es, wie stark SEK tatsächlich ist. Denn eigentlich hat niemand eine Chance.
alle werden festgenommen. Und ja, seitdem ich SEK-Member bin, sieht der Server schon noch viel, viel besser aus. Und wenn ich noch mit Zeddy als SEK-Member spielen soll, dann lasst es mich fürs Miteinander nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen Kühlvideo. Bis dahin. Tschüss. Freunde, heute spielen wir Notruf Hamburg, aber nicht als Verbrecher und nein, auch nicht als Polizei. Denn wir sind heute einfach... Warte mal, was? Wie sehe ich denn bitte in dem Arzt-Outfit aus? Irgendwie total witzig. Wir mussten natürlich die verschiedensten Leute retten, ne? Ich habe das natürlich offiziell auch geschafft. Aber wie viele Leute ich retten musste und welche peinlichen Situationen noch alles passiert sind, das seht ihr jetzt in dem Video. Also lasst ein Like da und jetzt let's go! Yo, Freunde! Ab den 11.11. könnt ihr euch einen Adventskalender von mir bestellen. Und der ist nur 500 Mal erhältlich. Dazu gibt es eine Autogrammkarte. Also schau in die Videobeschreibung und let's go. Oh mein Gott, ich sollte mich ein bisschen beeilen. Denn Freunde, heute werde ich nämlich mal als Arzt arbeiten und... Oh, ich wurde geblitzt als Arzt. Mist. Und warte mal. Die Polizei lasert hier einfach. Hey. Hallo, könnte ich jetzt hier vielleicht mal vorbeifahren? Ich muss zur Arbeit. Und warum sitzt der Polizist bei mir im Auto? Okay, Freunde, um natürlich den Beruf anzunehmen, fahren wir zur Feuerwehr und nehmen den Beruf Rettungsdienst. Oder man kann sogar einfach den Beruf Notarzt nehmen, aber dafür brauchen wir 1500 XP. Was? Und ich habe gerade mal 236. Okay, Freunde. Wie sieht das denn bitte aus? Ich bin offiziell Rettungsdienst. Okay, Freunde, ihr seht es natürlich. Ich habe hier Bandagen und Infusionen. Und die werden wir natürlich brauchen. Okay, welches Fahrzeug nehme ich mir? Und ach, Mann, ey, ich kann nur das eine nehmen. Schade. Wenn ihr ein Teil der Viti Gang seid, dann schreibt mal jetzt Hashtag Viti Gang in die Kommentare. Denn das ist die einzigst krasse Gang in ganz Notruf Hamburg. Und ihr wisst ganz genau, wie die aussieht. Denn die ganze Viti Gang ist einfach in den Farben orange. Aber nun werde ich erstmal heute nett sein. Und das nächste Mal bin ich wieder böse. Okay, wenn ich jetzt hier einfach so ein bisschen rumfahre, ist bis jetzt noch gar nichts passiert. Warte mal, der Job kann echt langweilig sein. Was passiert hier endlich was? Leute, hier fährt einfach der Bus mit Überschallgeschwindigkeit durch. Okay, die Polizei hat anscheinend auch nichts zu tun. Und hier haben wir sogar einen Krankenkumpel. Warte mal, Freunde, kann ich eigentlich die Polizei angreifen? Hey, ich würde gerne Sterne haben. Ciao. Einfach abbauen, Leute. Oh mein Gott, warte mal. Oh mein Gott, warte mal. Greti hat geschrieben, es brennt. Da bin ich doch genau das richtige Auto für. Achtung. Achtung, hier kommt die. Warte mal. Wir sind der Notarzt. Was soll ich jetzt hier machen, Leute? Ich kann nichts machen. Das habe ich irgendwie ein bisschen vergessen. Warte mal, oh, das Feuer ist übelst heiß. Freunde, hier sind vier Notarzt-Leute. Dabei hat es doch angefangen zu brennen. Was sollen wir nun tun? Warte mal. IMDWRD hat einen Emergency-Unfall? Okay, Freunde, warte mal. Der Notruf ist hier. Warte mal, was? Wir haben einfach unseren eigenen Notarzt, der umgefallen ist? Okay, Freunde, was müssen wir natürlich nutzen? Okay, Freunde, als erstes nutzen wir natürlich eine Bandage. Und wir geben ihm eine Infusion, um ihm natürlich zu helfen. Also steh wieder auf, komm, Kumpel. Bitteschön. Aber vielleicht beim nächsten Mal ein wenig aufpassen, wenn man zu Feuer geht. Es ist sehr heiß. Hat Feuer irgendwie an sich. Okay, unsere erste Heldentat haben wir wohl verbracht. Würde ich sagen, lassen wir das einfach weiterhin brennen. Wir können eh nichts ändern dran. Ich meine, wir können halt echt nichts machen, Leute. Lass einfach brennen. Ciao, ciao. Okay, Vollgas. Oh, warte mal. 131 Strafe? Hey! Warte mal, was ist eigentlich, wenn ich die Polizei... Oh. Upsi. Okay, Achtung, ich komm dann mal und... Wow. Alter, was? Junge, was geht denn hier ab? Oh mein Gott. Und warte mal, was? Oh mein Gott, Freunde, hier wird geschossen und... Oh mein Gott. Hier ist einfach ein Gangster im lila Trikot. Und warte mal, okay, ich fahr einfach auf ihn drauf. Hey, warte mal. Die Polizei, die muss ihn schnappen. Hier ist der Gangster. Hey, hier ist er. Warte mal, der ist auch nicht von der Viti-Gang oder so. Also greift ihn an, Leute. Ich schreibe einfach mal Polizei... Hilfe. Okay, Freunde, ich werde ihn natürlich nicht entkommen lassen, ne? Also stelle ich mich einfach davor oder dahinter oder was auch immer. Nein, er kommt, nein!
Und die Polizei denkt natürlich echt, ich brauche hier Hilfe. Oh Mann, ey. Ich sollte vielleicht einfach die Polizei mit meinem Auto spielen. Da bin ich vielleicht ein bisschen schneller. Yo, Alter, der hat einfach einen Baseballschläger, Leute. Wo ist die Polizei, wenn man sie braucht? Ich verfolge ihn einfach. Ist mir egal. Leute, wir sind einfach Notarzt, der die Polizei verfolgt. Wow! Oh! Mit einem Polizeiwagen ist doch auch nicht schlecht, oder? Wir sind einfach ein Krankenwagen, der die Polizeiaufgaben macht mit einem Krankenwagen. Also, ist doch auch nicht schlecht, oder? Ist doch auch voll nice. Oder was sagt ihr? Also, oder? Also, ich muss sagen, irgendwie habe ich mir das ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Also, jetzt mal im Ernst, Leute. Hier passiert gerade irgendwie gar nichts. Ich bin hier auf dem Server und es passiert nichts. Also, wirklich gar nichts. Es ist übelst langweilig hier. Hey! Oh, warte mal. Was, Freunde? Wir haben einfach die Nachricht bekommen, dass hier einer liegt. Und das werde ich natürlich annehmen. Hey, Vitamine, die Rente kommt! Alter, Leute, schaut euch mal die Kilometer pro Stunde an! Das Auto ist übrigens langsam und... Warte mal! Hey, wir fahren einfach Offroad! Oh, yo, wahrscheinlich. So ein Riesenauto und diese kleine Bank hält uns auf, na klar. Und der Baum hält uns auch auf. Money! Okay, aber Freunde, wir werden natürlich ganz, ganz schnell dorthin fahren. Und wir werden die Person retten! Sei es eine Mund-zu-Mund-Beatmung! Hey, warte mal. Ich liebe Mund-zu-Mund-Beatmungen. Egal, Freunde, warte, ich werde dir helfen. Keine Ahnung, wo du bist. Warte mal, eine Leiter? Okay, Freunde, ich muss natürlich hier erstmal rüberrennen. Und warte mal, die Rettung dann. Hä? Warte mal, dem geht's doch gut, Leute. Oh, jetzt verstehe ich es. Hier ist einfach jemand was im Wasser. Warte mal, ich weiß gar nicht, wie ihn rennt. Oh mein Gott, warte mal. Keine Sorge, ich nehme dich nur kurz als menschliche Boje, ja? Also ich rette dich so, indem ich einfach auf dir stehe. Und Rettung! Und ich habe sogar gleich oben links noch einen Einsatz. Hä? Warte mal, Freunde, lebt ihr jetzt wieder? Sorry. Du musst aber jetzt mal wieder aufstehen. Du kannst nicht die ganze Zeit ertrinken. Freunde, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Es funktioniert nicht. Ich... Warte mal, hab ihn wiederbelebt. Ja! Ich habe einfach mal yeah geschrieben. Ich habe ihn wiederbelebt. Okay, Freunde, aber ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Und schaut mal oben rechts. Ich habe einfach Punkte dafür bekommen. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Beruf findet ihr eigentlich mit am besten, ne? Laut Karte ist hier genau unser neuer Einsatz. Und da sage ich natürlich nicht nein. Die Rettung kommt. Sirene ist an. Keine Sorge. Oh, oh. Nee, ne? Freunde, nicht ins Wasser fahren. Wie schnell darf ich eigentlich fahren mit Blaulicht? Meint ihr, ich darf unendlich schnell fahren? Ey, auch Druck aus dem Winkel, Mann! Oh mein Gott, Freunde, ich kann das Ding nicht mal mehr steuern. Okay, ich fahr einfach... Oh. 120 km/h und ich habe das Ding geschrottet. Ey, wir sind zu dick, die Schranken gehen nicht auf. Okay, Freunde, ich bin mal gespannt, ob die Person immer noch dort liegt. Denn ich möchte ihr natürlich helfen. Also keine Sorge. Oh mein Gott, Freunde, wir sind gespannt, ich bin gespannt und... Nee, okay. Ihr wurde schon geholfen. Warte mal! Hey, was hupst du so laut, Mann? Du darfst doch eigentlich nur mit Blaulicht fahren, wenn auch was ist, oder? Hey, warte mal, jetzt steckt der fest, hey! Na toll, der fährt ja echt super. Okay, Freunde, ich gehe mal beim Gefängnis gucken und... Oh mein Gott, warte mal, wir haben einen neuen Notruf. Und, oh nö, von da komme ich doch gerade. Und warte mal, was? Hier ist einfach jemand von der Viti-Gang. Denn, Freunde, alle orangen Autos sind von der Viti-Gang. Okay, Freunde, ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss erstmal ganz, ganz schnell auf jeden Fall mit den Notarzt. Oh, warte mal. Die Viti-Gang wird mehr. Oh mein Gott. Und hier wird irgendwo geschossen. Oh mein Gott. Freunde, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen ganz, ganz schnell uns beeilen. Und warte mal, was? Hier liegt einfach wirklich eine Person. Keine Sorge, ich werde dich retten. Einfach Polizei gegen die Viti-Gang. Oh mein Gott, die Viti-Gang übernimmt wirklich halt den kompletten Server. Okay, als erstes müssen wir erstmal ein bisschen hier was absperren. Tut uns leid. Aber hier sollte keiner mehr durchfahren, ja? Ich sag's ja nur. Warte mal, Alter, wie lang ist das Band? Yo! Als ob das Band einfach 10.000 Kilometer hält. Hä? Aber egal, Freunde. Ich muss auf jeden Fall jetzt die Bandage benutzen, um ihn hochzuhelfen. Und warte mal, die Viti-Gang kommt echt hier an und... Oh mein Gott, sie kämpft einfach gegen die Polizei. Was? Okay. Ich gehöre da nicht mit rein, ja? Okay, Freunde, eigentlich helfen wir der Polizei heute oder eher nicht? Okay, Freunde, wir helfen natürlich Ninji mit hoch. Und Boom, ich glaube, er wird jetzt verhaftet von der Polizei und... Oh mein Gott, das war's dann wohl mit ihm. Tut mir leid, Kumpel. Übrigens gibt's einfach hier vorne noch einen Notruf, aber der ist einfach schon veraltet. Und ich glaube, wir können abrücken. Hier ist erstmal Ende im Gelände. So, wir packen natürlich unsere Sachen wieder ein.
Die Viti Gang ist einfach am Start. Und okay, Freunde, ich möchte mich hier nicht einmischen. Heute bin ich mal lieb, ja? Ich bin jetzt kein böser Mensch. Ich bin Mittagspause. Ich habe übelst Hunger, Mann. Aber wartet mal, Freunde. Ich habe jetzt echt ein bisschen Hunger. Wann gibt's hier eigentlich Döner? Gibt's hier überhaupt Döner? Also irgendwie gibt's ja hier leider keinen Döner. Und warte mal, ey. Hier wird einfach jemand verhaftet. Stehen geblieben. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, was? Hier liegt ein Bob und... Alter, die Viti Gang ist übelst krass. Oha. Ich weiß gar nicht, ob ich ihnen helfen soll und... Okay. Alles klar mit euch? Alter, was? Die haben einfach alle ein Messer! Er fragt einfach, kann ich ins Video? Kumpel, du bist tatsächlich im Video. Hey! Und ich muss dir natürlich helfen. Also, ja, ich rette dich. Ehrlich gesagt hätte ich mir das ein bisschen spektakulärer alles vorgestellt. Naja, immerhin macht's auf jeden Fall Spaß. Warte mal, was? Der Polizist will einfach zur Polizeiwache gefahren werden, ne? Und das mache ich natürlich nicht. Ciao! Warte mal! Einer von den Viti-Gang hat ihn einfach wieder umgeschnitzelt. Okay, Freunde, das bedeutet Einsatz. Meint ihr eigentlich, der ist ein bisschen genervt gerade schon? Guckt euch mal meine Messages unten an. Vitamine-Gang, die beste Gang. Richtig, die Viti-Gang greift alle an. Und ich hab dir jetzt hochgeholfen, Mann. Jetzt reicht's aber auch. Jetzt bleib auch mal stehen, Mann. Warte mal, wo will der eigentlich hingefahren werden? Okay, wisst ihr was, Freunde? Ich hab ihn einfach im Auto drinne. Und ich bin einfach mal unfair. Ich meine, mein Herz schlägt immer noch für die Viti-Gang. Also, tut mir leid. Ich muss dich hier unten rauslassen, Kumpel. Ja, tut mir leid. Ciao, ciao. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, wie unfair. Aber naja, was soll ich machen? Tut mir leid. Okay, Freunde, ich fahr auf jeden Fall mal... Warte mal, was ist denn hier los? Okay. Oh, ich wurde einfach geblitzt oben. Okay, hier ist anscheinend ganz, ganz viel los, ohne irgendwie ein Stück bisschen Polizei zu sehen. Und hier ist einfach Verbrecher. Oh mein Gott, Verbrecher ohne Ende und was? Alter! Oh mein Gott, dazu geht eine Waffe hier. Okay, okay, Freunde, da sollten wir auf jeden Fall aufpassen, aber keine Sorge, Jungs. Ich helfe euch nur einzubrechen. Und hier, warte mal, ist sogar jemand von der Labi-Gang. Hier ist einfach eine Bombe. Wenn die gezündet wird, sollten wir vielleicht weggehen? Alter, was geht denn hier ab? Wie viele Leute sind denn hier? Ich hab einfach geschrieben, Zündung! Freunde, ich will ja nichts sagen, aber hier ist ja alles voll. Oha! Oh mein Gott, Freunde, warte mal. Jetzt kommen einfach Gangmitglieder? Ey, stehen geblieben, warte mal, was ist hier denn los? Oh mein Gott, einfach eine Dreier-Gang, die einfach jeden angreift. Warte mal, ich rufe einfach Polizei. Hilfe! Okay, ich bin mal gespannt, ob auf jeden Fall Polizei kommen wird oder auch nicht. Okay, warte mal, da ist sogar wirklich ein Polizist. Hey, Attacke! Okay, ich würde sagen, ich renne ganz, ganz wieder schnell rein. Das ist mir hier alles ein bisschen zu gefährlich. Leute, ich bin nur Notarzt. Ich muss mich auch ein bisschen ver... Oha! Was passiert jetzt hier? Oh mein Gott, Freunde, jetzt werden hier gerade Leute umgeschnetzelt. Alter, was ist denn jetzt passiert? Ein Polizist hat einfach... Alle fertig gemacht, oha! Okay, Freunde, ich werde natürlich den Leuten helfen. Oder besser gesagt sogar der Polizei helfen, damit die Poli... Warte mal. Was? Hey, den Polizisten helfe ich natürlich. Steh auf, Kumpel. Und ich werde natürlich auch den anderen Leuten helfen, dass sie verhaftet werden können. Und, okay, einen haben wir auf jeden Fall schon mal hochgeholfen. Und ja, ich bin Arzt. Und Freunde, hier ist einfach wirklich die Vitamine-Gang und... Oh, okay. Leute, ja, ich habe jetzt bald keine Infusionen mehr. Hallo? Ey, ich will ja nichts sagen, aber es wird ein bisschen zu viel hier. Aber Freunde, Alter, guckt euch das mal an. Ich verdiene übelst viel Geld gerade. Okay, wir haben eben... Ich habe keinen... Ich kann nicht mehr hochhelfen, Leute. Ich brauche neue Infusionen. Wartet kurz hier, Leute. Bin gleich wieder da. Ich fahre nur mal kurz um die Ecke, ja? Jo, Freunde, ich fahre einfach mal ganz, ganz schnell einfach zur Feuerwehrstation zurück. Oh, Mann, ey. Ich hasse diese Schilder. Die können auch nicht umbrechen oder abbrechen. Und ich brauche natürlich erstmal neue Sachen. Und, okay, einfach schon 180 XP dazu verdient. Und jetzt können wir neue Infusionen ausrüsten, ne? Mit neuen Bandagen. Ja, okay, die Feuerwehrdinger haben wir eh genug. Und warte mal, da liegen einfach schon wieder einige vor der Bank. Achtung, Feuerwehr kommt. Achso, wir sind der Notarzt. Stimmt. Achtung, der Notarzt kommt. Ey, aus dem Winter. Oh mein Gott, wir haben hier ein Riesenproblem. Wir haben hier einfach einen umgeschnitzelten Polizist, ne? Aber keine Sorge, Herr Polizist, ich werde Ihnen helfen. Das ist meine Aufgabe als Notarzt. Und oh mein Gott, warte mal, was? Hier wurde einfach jetzt die Bank ausgeraubt. Hier haben wir einfach noch einen Verbrecher und natürlich die Polizei möchte ihn direkt festnehmen.
Also werden wir das natürlich machen und der Polizei helfen. Und viel Spaß. Aber ich will nur mal reingehen. Oh mein Gott, die Wiki-Gang nimmt einfach den Server auseinander. Ja, warte mal, kriege ich eigentlich Sterne, wenn ich da jetzt auch reingehe? Jo. Ich krieg zumindest keine Sterne. Ich bin einfach im Banküberfall mit drin. Und oh mein Gott, hier werden nach und nach die Leute einfach verhaftet. Leute, schmeckt euch das Geld? Alter, guckt euch das mal an. Alle sind natürlich ab sofort Verbrecher, weil sie einfach in einem Banküberfall involviert sind. Und ich glaube, die Polizei hat händedringend zu tun gerade. Police! Oh, warte mal. Wir helfen den Polizisten, Freunde. Wir helfen ihnen. Komm, komm, komm. Let's go. Aber er wird direkt wieder meistens umgeschnitzelt. Und okay, warte mal, Freunde. Er lebt und... Ist wieder umgefallen. Mann, ey. Ich hab dir doch schon geholfen, ey. Was soll ich denn noch alles tun? Aber wir helfen ihm natürlich nochmal. Und warte mal, das Mädchen wird einfach... Hashtag Vitigang. Nein. Ey, warte mal, Vitigang darf nicht verhaftet werden. Oh nein, Freunde, die verhaftet jemand von der Hashtag Vitigang. Nein. Ich stell mich in den Weg. Ey, stehen geblieben. Nein, keinen von der Hashtag Vitigang verhaftet. Das ist Hashtag Vitigang. Oh nein, Freunde, wir müssen irgendwas tun. Ich kann einfach nichts machen. Leute, ich kann einfach nichts machen. Aber die Hashtag Vitigang greift uns von den Polizisten an. Und ja, sie ist frei. Hashtag Vitigang. Ich habe einfach nochmal geschrieben, Hashtag Vitigang. Und ich glaube, Fungamer hat einfach geholfen, ne? Sie gehört einfach in die Hashtag Vitigang. Wie nice. Ich weiß gar nicht, soll ich ihm jetzt helfen, Leute? Ich meine, der wollte die Vitigang verhaften, ne? Oh, nö. Lassen wir den einfach liegen, oder? Sorry, Francisco. Du musst einfach liegen bleiben. Tut mir leid. Oh mein Gott, Freunde, was? Einfach die Hashtag Vitigang? Und ich bin einfach Arzt und... Jo, hier ist einfach Polizist. Stehen geblieben! Oh mein Gott, warte mal. Ey, Attacke! Und warte mal, Freunde, alle greifen ihn einfach an. Oh mein Gott, warte mal. Okay, mach weiter. Ja, wir haben ihn gleich. Let's go. Ha! Guckt euch das mal an. Oh, okay. Er hat einen Lami-Bruder. Ach, Mann, ey. Das kann nicht sein. Ich weiß gar nicht, ob ich dem helfen soll, aber es ist halt mein Job. Komm, Freunde. Aber ich hoffe natürlich, er wird auf jeden Fall nicht nochmal die Hashtag Vitigang verhaften. Okay, Freunde, warte mal. Alter, hier ist alles voll. Ich muss irgendwie abhauen hier. Komm, irgendwie weg hier. Warte mal, liegt eigentlich noch jemand drinne? Ich komme zur Rettung. Also, vielleicht kann ich dir nur helfen. Ich kann es dir nicht versprechen, wenn du überhaupt noch... Liegt er überhaupt noch? Oh, Mist. Ich stehe vor verschlossenen Toren. Sorry. Oh mein Gott, guckt euch einfach mal diesen krassen Notruf an. Überall ist das Ganze hier alles voll. Naja, egal. Mein Radio ist auch voll. Ich kann übrigens Verstärkung angeben. Ich fordere Verstärkung an. Aber die Vitigang ist übelst groß. Ihr seht's nämlich. Es werden immer mehr orangene Autos auf Servern. Und ihr wisst, was das bedeutet. Orangene Autos bedeuten Hashtag Vitigang. Okay, Freunde, hier hinten wird irgendwo auch geschossen. Und oh mein Gott, wie sieht denn Knast aus? Kannst du mich grüßen? Heiße Fun. Hallo, Fun. Oh mein Gott, ich will ja nichts sagen, aber hier wird einfach geschossen. Und warte mal, Freunde, ich überfahre einfach die Polizisten. Hey, ich stehe geblieben. Oh Mann, ey. Ich wollte den anderen helfen. Wisst ihr, was ich mich eigentlich schon immer gefragt habe? Kann man eigentlich irgendwie den Eingang blockieren, indem man einfach mit dem Auto so hier sich hinstellt? Ich meine, kommt man dann eigentlich noch von innen nach raus? Oh mein Gott, Freunde, überlegt mal, die Auto steht so. Okay, ich schieb einfach gefühlt einen Panzer weg, aber na klar, wer kennt's nicht? Die Panzer wegzuschieben ist ja auch easy. Jeder kennt's, oder? Ich muss nach Hause! Aus dem Weg da, Mann! Weg da, ich habe keinen Einsatz, aber ich will nach Hause, Mann. Ich fahr einfach nach Hause. Ciao. Boom. Rein da. Okay, ich fahr jetzt noch ein bisschen vor. So, und aussteigen. Und ich denke, es war's. Wir werden einfach den Job jetzt beenden. Schluss aus Ende. Wir haben auf jeden Fall gut XP gesammelt. Und das war meine Schicht als Notarzt. Wenn ihr übrigens noch den Job als Feuerwehr oder Polizist oder ADAC-Menschen sehen wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kurz zu subinieren. Schaut gerne jetzt noch bei meinem Merch vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Jo, Freunde. Oh.
Heute wollen wir einfach mal 24 Stunden als ADAC-Mitglied. Okay, nicht als Mitglied, sondern als Mitarbeiter. Und dort haben wir auf jeden Fall lustige Begegnungen gehabt. Natürlich ist unser Job Autos abschleppen. Und ich muss sagen, das war überhaupt nicht langweilig. Das hat echt Spaß gemacht. Aber ich würde sagen, lasst einen Daumen oben da. Vergesst nicht, kostet zu abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo, Freunde! Ab den 11.11. könnt ihr euch einen Adventskalender von mir bestellen. Und der ist nur 500 Mal erhältlich. Dazu gibt es eine Autogrammkarte. Also schau in die Videobeschreibung und let's go! Yo, Freunde! Okay, ich weiß gar nicht, warum ich das so lang gezogen habe. Ihr seht es. Mein Auto hat nicht mehr so viel Leben. Und ich meine, dieses Problem haben natürlich viele Leute. Also habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn wir heute einfach mal als ADAC-Arbeiter spielen? Und dafür muss ich natürlich erstmal zum ADAC fahren. Das ist ein ganz schönes Stückchen. Übrigens ist hier ordentlich viel Polizei, mit der ich mich heute mal nicht anlege. Aber wartet ab, ich komme wieder. Die Witty-Gang wird euch nicht beschützen. Also, let's go. Warte mal. 100 Euro für rotes Licht überqueren? Oh mein Gott, Freunde, ihr seht's. Ich hab nicht mal mehr viel Liter. Das bedeutet, ich komme nicht mal mehr weit. Oh, okay. Alter, ich fahre einfach durchgängig zu schnell. Okay, bevor wir zum ADAC gehen, tanken wir für 700 Euro? Naja, egal. Immerhin haben wir genügend Tank, der aber natürlich übel schnell leer wird. Übrigens, Freunde, schafft die Hashtag VTGang. Einfach die 600 Daumen hoch. Ich würde sagen, wir probieren es. Und am besten probiert einfach mal mit eurem linken Daumen zu liken. Und wer das schafft, bekommt von mir ein Herz. Okay, Freunde. Ich würde heute gerne einmal als ADAC-Mitarbeiter arbeiten. Ich hoffe, Sie kennen Ihre Aufgaben. Naja, nicht ganz, aber ja, das wird schon, oder? Na gut, dann strengen Sie sich bitte an und enttäuschen Sie nicht den Chef. Junge, ich habe noch niemanden enttäuscht. Okay, ich habe die Polizei, die Feuerwehr, ich habe bis jetzt alle enttäuscht. Aber nun werden wir uns richtig anstrengen, Freunde. Okay, Aufgabenprotokoll ist noch null und wir haben nichts bis jetzt geschafft. Okay, aber ich würde sagen, Freunde, wir gucken mal, was wir hier so im Spind finden. Was gibt es denn für Gegenstände? Batterie, Benzinkanister, Leiter, Absperrband, Leitkegel. Okay, die Sachen dürfen wir uns alles noch nicht nehmen, weil wir einfach noch nicht genug XP haben. Aber dafür haben wir auf jeden Fall die Batterie im Start. Und wir haben auf jeden Fall einen Fahrzeugkanister. Der befüllt einfach ein Auto zu 25%. Und die Batterie gibt auch 25% Leben? Keine Ahnung! Okay, packen wir mal die Schlüssel aus. Okay, ich würde sagen, wir holen den Abschlepper, denn dann können wir uns auch noch Autos mitnehmen. Und hier können wir auf jeden Fall Ladefläche steuern, zum Beispiel hoch und runter. Aber warte mal, wir haben einen Einsatz! Okay, der Einsatz ist mitten auf der Autobahn. Und, oh mein Gott, Freunde, was bedeutet das an? Sirene! Okay, fahren wir mal direkt dorthin. Ich bin echt mal gespannt, was dort so sein wird. Und warte mal, ein Traffic Light ist aus? Das bedeutet, ein Straßenlicht funktioniert nicht. Okay, sagen wir einfach, ein Ampellicht geht nicht. Und das müssen wir auch noch reparieren. Aber als erstes kommen wir mal... Oha, warte mal. Hier hin. Hallöchen. Was gibt? Miau, miau. Was? Miau, miau, miau. Okay. Auto kaputt. Okay. Das bedeutet, Freunde, wir müssen das Auto abschleppen. Aber Leute, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Jetzt mal ganz im Ernst. Okay, Freunde, ich würde sagen, als erstes... Warte mal, wir müssen noch ein Stückchen fahren. So, wir machen nämlich als erstes mal die Ladefläche runter. Und oh, ich hoffe, ich mache ihr Auto nicht... Oh, Freunde. Yo, yo, was mache ich denn? Alter, ich soll doch den Chef nicht enttäuschen. Okay, warte mal, was müssen wir als nächstes machen? Fahrzeug abschleppen. Okay, warte mal, wir können jetzt, glaube ich, ein Fahrzeug auswählen. Okay, warte mal, Fahrzeug abschleppen und... Yo, wir haben das Fahrzeug oben auf die Ladefläche. Okay, ich würde sagen, Ladefläche hoch. Und damit fahren wir auf jeden Fall die Ladefläche hoch und steigen schon mal ein und... Yo, oha, wir können jetzt einfach losfahren. Nun müssen wir dort hinten zu dem Hammer fahren. Leute, ich fahre einfach die falsche Richtung, aber das passt schon. Einmal darf man das. Okay, ich weiß überhaupt nicht, ob man das darf. Egal. Und oh mein Gott, warte mal. Hier funktioniert einfach die Ampel nicht. Ich meine, wenn wir eh einmal hier sind, dann können wir die auch eigentlich reparieren. Die Frage ist, wie mache ich das? Keine Ahnung. Okay, Freunde, ich mache einfach mal hier so eine Leiter hin.
Warte mal, wie repariere ich das? Leute, ich habe keine Ahnung. Ah, ich denke mal, ich muss hier an den Stromkasten ran. Und wir reparieren einfach das Licht und... Warte mal, hat es funktioniert? Und ja, Freunde, die Ampel ist wieder am Leuchten. Und oh, da oben hat einfach noch jemand geschrieben, Auto kaputt. Naja, tatsächlich müssen wir erstmal das eine Auto wegbringen, bevor wir das andere abholen können. Also, let's go. Okay, wir müssen anscheinend hier in dieses Viereck fahren. Und jetzt können wir, glaube ich, das Auto abladen. Wir probieren es einfach mal, Freunde. Boom. Ah, Fahrzeug entfernen. Ja, okay. Wir müssen erstmal die Ladefläche runtermachen, bevor wir es entfernen können. Und, okay, Freunde. Boom. Fahrzeug entfernen und... Warte mal, wie kriege ich das jetzt hier runter, Leute? Warte mal, muss ich jetzt einfach wegfahren? Ich fahre einfach mal und... Ich kann nicht fahren, Freunde. Wie kriege ich das Auto hinunter? Hey, okay, ich mache einfach mal wieder die Ladefläche hoch. Keine Ahnung. Und was? Das funktioniert ja wirklich. Miau! Ja, tut mir leid. Mann, dieses blöde Auto muss einfach hier bleiben. Ciao. Oh mein Gott, warte mal. Hier ist ein Auto zerstört. Und das ist sogar hier um die Ecke. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hin muss. Freunde, hier gibt es so viele Autos, die einfach zerstört sind. Und ey, ich fahre mega schnell. Warte mal. Bin ich schon wieder in der Autobahnstrecke, oder? Okay, Freunde, ich kann natürlich nicht jedes Auto ein... Warte mal. Ich wurde geblitzt? Okay, hier anscheinend soll ein kaputtes, zerstörtes Auto sein. Warte mal. Die Polizei? Tut mir leid, Polizei schleppe ich nicht ab. Und warte mal, hier vorne habe ich einfach auch noch einen Anruf. Warte mal. Oh nein, das Auto steht einfach an der Seite. Okay, wir probieren einfach mal alles, Freunde, um dieses Auto natürlich abzuschleppen. Okay, warte mal, wie stellen wir uns am dümmsten hin? Ich meine, hier kommt einfach die Eisenbahn täglich. Oder minütlich, besser gesagt. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen sollen, Freunde. Oh mein Gott, wie kann man bitte ein Auto hier kaputt fahren? Und übrigens müssen wir hier oben noch einfach ein Auto auffüllen. Und hier ein Straßenlicht reparieren. Aber wir müssen erstmal die Ladefläche hinunter machen. Und dann können wir auf jeden Fall schon mal das Fahrzeug abschleppen auswählen. Und ich würde sagen, boom, Fahrzeug abgeschleppt. Oh mein Gott, warte mal, Ladefläche hoch. Wenn man das auf jeden Fall drauf hat, dann geht es richtig, richtig schnell. Ja, okay. Bis auf die Ampelverstöße und die Geschwindigkeitsverstöße oben rechts. Gucken wir einfach mal weg. Sonst bin ich eigentlich ein guter Mitarbeiter. Okay, leider selbst dürfen wir nicht über Rot fahren. Wir müssen aufpassen. Denn wir sind keine Polizei oder so. Wir haben keinen Vorrang. Oh Mann, ey. Kann jetzt nicht mal grün werden? Das ist übelst lange hier. Ha, ey. Was soll denn das jetzt? Oh mein Gott, was? Die fliehen einfach vor der Polizei. Ey, können Sie mal ein bisschen schneller fahren? Junge, ich geb doch schon mein Bestes. Was soll ich denn noch tun? Alter, die sind echt alle... Oh, oh. Warte mal, wir kürzen einfach ab. Das war rot geworden, aber man kann auch mal Abkürzungen nehmen. Also, das darf man auch als ADAC-Mitglied. Okay, Freunde. Okay, abgeschlepptes Auto Nummer 2. Stellen wir das einfach mal ab und boom, Fahrzeug entfernen. Runter mit dir. Boom, einfach mal. Ha! Jo, was geht denn jetzt? Also, Ladefläche wieder hoch. So, let's... Okay, warte mal, es hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich würde dieses Fahrzeug gerne entfernen. So, und die Ladefläche hoch. Boom, wir fahren jetzt einfach los und... Ja, okay, funktioniert hier super. Jo! Danke, Mann. Ja, kein Problem. Die Rechnung schicke ich Ihnen dann später zu. Kostet dann $3.486. Okay, jetzt nächstes haben wir nochmal eine Traffic Light. Also eine Ampel ist natürlich ausgegangen und die wir reparieren sollen. Ich hoffe, ich bin gut im Ampeln reparieren. Obwohl Ampel reparieren eigentlich übelst leicht geworden ist. Ich meine, hier vorne ist doch einfach schon die Ampel. Und da ist auch der Kasten und ihr seht, ja, wir müssen jetzt hier erstmal alles absperren. So, warte mal. Leute, es tut mir leid, aber diese Straße ist jetzt für Bauarbeiten gesperrt und... Ach Mist, ich habe nicht mal was zum Absperren. Okay. Diese Ampel hier, warte mal, wird repariert. So, Repair. Und dann bitte wieder vorsichtig, denn die Ampel ist wieder in Betrieb. So, nun habe ich auf jeden Fall hier oben rechts noch irgendwas mit... Warte mal, haben wir das überhaupt noch? Also zumindest war hier jemand out of energy. Also jemand hatte keinen Sprit mehr. Warte mal, Emily hat geschrieben, help, my car has a plan. A pen. Oh, Freunde. Ja, eine Panne, meint sie. Und warte mal, hier sind schon wieder viel, viel mehr Pannen reingekommen. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll. Da vorne steht einfach noch ein Auto. Und warte mal, Sandy? Oh nein, sag bitte nicht, Sandy hat einen Unfall gebaut. Okay, schleppen wir halt mal die Mistkröte ab. Ich meine, dieses Auto sieht ja überhaupt nicht schön aus.
Hey, mein Name ist Sentex. Naja, okay, ich weiß nicht, ob es der wahre Sandy ist. Aber ich würde alles drum geben, um dieses Auto sorgfältig in den Müll zu schmeißen. Das schmeißen wir einfach weg, Mann. Das Auto hier brauchen wir nicht mehr. Ladefläche hoch und schon mal einsteigen. Und ich fahre einfach schon mal los, Freunde. Oh, es ist rot. Aber, ach egal. Freunde, heute gibt's Mist. Übrigens, wie oft gehen die Ampeln bitte kaputt? Da ist schon wieder eine zerstört. Hä? So, ich habe keine Zeit. Runter mit dir, abschleppen. Boom. Übrigens, wenn ihr in Hashtag VitiGang seid, schreibt Hashtag VitiGang in die Kommentare. Und wir sind einfach fast 57.000 Mitglieder in der VitiGang. Also kommt auf jeden Fall hinein und boom, Ladefläche hoch. Das bedeutet, wir fahren wieder weiter. Ja, komm, dieses blöde grüne Auto brauchen wir nicht. Denn wir müssen eigentlich tatsächlich nur orangene Fahrzeuge abschleppen. Der nächste Notruf ist einfach beim Autohändler. Und ja, Emily, ich bin doch schon unterwegs. Oh mein Gott. Das war doch gelb. Wir haben es einfach noch über gelb geschafft. Und was ist denn hier los? Leute? Okay, die Polizei anscheinend ist irgendwie hier und nimmt irgendwie die Leute fest. Aber ich kann zum Glück heute nicht festgenommen werden. Und warte mal. Hey, hier ist überhaupt gar kein Auto. Ich wurde einfach Oh, warte mal. Ist das dein Auto, Emily? Nein, ich werde hier einfach getrollt. Leute, die rufen einfach an und ja, sagen hier, ist mein Auto kaputt. Das stimmt gar nicht. Warte mal. Diese Ampel habe ich doch gerade vor einer Minute repariert. Freunde, wie kann denn bitte sowas sein? Ich meine, diese Ampel habe ich wirklich vor, ja, gefühlt einer Minute oder zwei Minuten repariert. Und hey, ich glaube, das muss ich meinem Chef erklären, dass diese Ampel auf jeden Fall irgendwie kaputt ist. Das will ich auf meinem Stundenlohn besser bezahlt haben. Beim Gefängnis habe ich einfach noch einen Emergency Call bekommen. Von SQS4TTIO. Oh mein Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Wir lassen es lieber sein. Und yo, Freunde, Alter, ich kann richtig driften mit dem... Oh. Achtung, ich muss mal hier durch. Tut mir leid. Ich habe auf jeden Fall einen Notfall. Okay, ich weiß nicht mal, ob es ein Notfall ist, aber wir probieren es einfach. Okay, und... Oh mein Gott, hier steht wirklich ein Auto. Let's go. Ich würde sagen... Warte mal. Vitamine Mama ist broken? Oh nein, ich weiß nicht. Ich glaube, Freunde, wir müssen erst... Nee, es tut mir leid, ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich muss erstmal meiner Mama helfen. Obwohl, warte mal, wir können es einfach mit abschleppen. Warte mal. Ich habe eine Idee, Freunde. Wir machen einfach die Ladefläche runter und schleppen es einfach schon mal ab. So, drauf hier. Okay, Ladefläche hoch, boom, Freunde. Und ich würde sagen, wir fahren auf jeden Fall schon mal los und... Ha, der ist mit eingestiegen. Oh, warte mal. Was ruft meine Mama jetzt an? Oh mein Gott, warte, Mama, ich bin auch schon unterwegs. Okay, warte mal, wir kürzen einfach ab und... Hier hinten muss irgendwas passiert sein. Und da ist ein Feuer wie verrückt hier. Yo, okay, warte mal. So, wir halten mal an und... Mama? Oh, Sohnemann, mein Auto ist zerstört. Kannst du mir bitte helfen? Warte mal, das ist das fünfte Auto, was du in dieser Woche kaputt gemacht hast. Ja, tut mir leid. Ach, Mann, ey. Kann ich das eigentlich reparieren mit irgendwie... Nee, okay, schade. Okay, warte mal. Hey, runter mit dir. Meine Mama ist mir wichtiger. Tut mir leid, ich kann dich nicht bringen. Freunde, Alter, ich glaube, der wird sauer sein. Boom. So, tut mir leid. Das Auto runter. Ladefläche hoch. Nee, das hast du davon. Dein Auto... Der kann wieder fahren? Der hat mich veräppelt, Freunde. Der kann ja fahren. Okay, Freunde, meine Mama ist mir halt wichtiger. Also, so. Vitamine Mama, du... Oder zumindest schleppe ich jetzt einfach dein Auto ab. Bitteschön. Und jetzt bitte aufpassen, ja? Ja, Sohnemann. Naja, das war jetzt nicht so überzeugend. Ich glaube, der ist übelst wütend, Freunde. Schaut euch den mal an. Oh, nee. Ich bin schon wieder... Oh, nein. Ich bin einfach schon wieder über Rot gefahren. Jo, schaut mal an, wie ich hier rumfahre. Wow, let's go, Freunde. Alter, ich bin ein richtiger Rennfahrer geworden. Ich fahre hier einfach mit 120 durch die Stadt. Warte mal. A Railroad Crossing? Oh mein Gott, warte mal. Das ist eine neue Aufgabe für uns. Jetzt runter mit dem Auto. Ich habe so viel zu tun, Freunde. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Warte mal. Das Auto will nicht runter. Dann muss ich es eben runterschieben. Okay. Wir haben keine Zeit, Freunde. Wir müssen weiter. Hey! Oh nein, ich komme mit dem Auto nicht weg. Oh mein Gott, warte mal. A Railroad Crossing? Okay, ich glaube, Freunde, irgendwas ist da kaputt gegangen. Keine Ahnung. Und Luca... Luca rockt das Ding. 29 hat auch einfach geschrieben, mein Auto ist kaputt. Okay, ich glaube, das Auto ist kaputt, aber das kann jetzt auf jeden Fall mal warten. Und sag mal, bin ich der Einzige? Was? Ich bin einfach der Einzige im Dienst. Okay, irgendwie klar, dass ich dann so viel Schwierigkeiten hier habe. Aber naja.
Ah, jetzt verstehe ich's. Eine Bahnschranke ist kaputt. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich auch, warum sie nicht runtergeht. Oh mein Gott, okay, okay. Das ist natürlich übelst gefährlich. Deswegen würde ich sagen, boom, Railroad. Also die Schranke reparieren, bevor der Zug noch kommt. Und oh mein Gott, da kommt der Zug. Let's go. Bitte, 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 Schrank. Geh noch schnell runter und... Naja, jetzt brauchst du ja auch nicht mehr runtergehen. Das war ein bisschen zu spät, ehrlich gesagt. Die Schranke geht zu, wenn der... Ja, wenn der Zug vorbei ist. Und jetzt geht sie wieder auf. Wow. Okay, die nächste Nachricht ist einfach, Emmy hat keinen Sprit mehr. Und das haben wir noch gar nicht gemacht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall erstmal den Sprit auffüllen. Und das ist hier zum Glück gleich um die Ecke. Hä? Schleppen die ihre Autos immer alleine ab? Und warte mal, hä? Mich hat einfach jemand zum ADAC gerufen, obwohl er direkt daneben ist und sagt einfach, mein Auto ist kaputt? Warum sollte das Auto kaputt sein direkt neben den ADAC? Dort kann man das Auto reparieren. Was soll das denn für ein Schwachsinn sein? Und warte mal, ey! Oh nein, ey, das ist sogar wieder einer von der WT-Gang! Och Mann, ey, warum macht man denn bitte hier das Fahrzeug kaputt, Leute? Wir müssen wichtigere Dinge machen, als hier so irgendwie das Fahrzeug so weg abzuschleppen. Das ist total lächerlich hier. Alter, jetzt fahre ich wegen 2 Meter hier irgendwie um die Ecke. Das hat sich ja überhaupt gar nicht gelohnt. Zumindest für ihn. Die Rechnung lasse ich mir teuer bezahlen. Das kannst du wissen. Okay, Freunde. Fahrzeug entfernen, damit wir es auf jeden Fall abgeschleppt haben. Und boom, Junge. Runter mit dem Auto. Ladefläche hoch. Komm, wir schieben es einfach runter. Können wir das runterschieben oder so? So, warte mal. Boom, runterschieben. Ha, guckt euch das mal an. Ich schieb einfach sein Auto runter. Ich glaube, der denkt auch so, hä? Alter, wo hat der die Kraft her? Aber, yo, so, umkippen am besten noch. So, und ey, warte mal, runter mit dir, Junge. Ich nehme hier keine kostenlosen mit. Ich bin doch kein Taxifahrer. Alter, warte mal, der hält sich aber gut drauf. Und warte mal, ich kriege hier einfach Nachrichten. Jonas schreibt mir einfach, hey. Bist du der Echte? Und ich frage einfach mal, was denkst... Und ich frage einfach mal, was denkst du denn? Mal gucken, was ihr antwortet, Freunde. Denkt ihr, ich bin der echte Vitamine? Also, ich weiß es tatsächlich nicht. Und ihr schreibt einfach, vielleicht. Warte mal. F-I-L... Leicht? Hä? Wie schreibt der denn? Aber egal. Ich mache jetzt erstmal Mittagspause. Okay, Freunde, hier ist einfach jemand out of fuel. Und ich würde sagen, das ist meine letzte Mission, die ich noch machen muss. Denn dann haben wir alles gemacht. Und warte mal, der Junge! Ich habe Vorfahrt, Alter. Okay, Freunde. Mal schauen, ob derjenige noch hier steht und... Warte mal. Bist du out of fuel? Junge, die sind ein bisschen aggressiv. Ich glaube, die sind das nicht. Schnell weg hier. Wow! Okay, Freunde. Hier oben ist einfach jemand out of fuel. Und warte mal. Was macht denn die da? Die bricht einfach rein hier. Oh mein Gott. Und hier kommt die Polizei. Oh mein Gott. Ich würde gerade sagen, ich hau auf jeden Fall ab, Freunde. Und was? Freunde, die ist einfach bei mir eingestiegen. ADAC ist kriminell? Oh oh. Junge, was? Ich helfe ihr einfach abzuhauen, hä? Aber ey, ich muss nur meinen Job machen, Junge. Ich will eigentlich die ganze Zeit nur zum Auto, Fuel-Auto. Hier ist nämlich ein Auto von der... Warte mal. WT-Gang? Was einfach Auto Fuel ist? Und ja, die Batterie konnte ich heute noch gar nicht benutzen. Aber wir können das Auto tanken und... Let's go, ich würde sagen, boom, wir haben das Auto getankt und damit kann er wieder weiterfahren. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben auf jeden Fall ein bisschen wieder neues, ja, Sie wissen schon. Und ich will ja nicht sagen, Freunde, aber ich habe hier einfach... Oh, was? Der hat auch eine Waffe, oh mein Gott! Okay, Freunde, das ist mir alles ein bisschen zu heikel gerade. Die haben hier einfach alle Waffen und ich habe hier einfach einen Kriminellen im Auto. Obwohl, Leute, wenn ihr easy Geld haben wollt, niemand würde denken, dass im Auto des ADACs ein Verbrecher sitzt. Also spielt einer von euch Freunden einfach ADAC und der andere ist einfach böse. Dass das so gut funktioniert, hätte ich echt nicht gedacht. Aber ich würde sagen, Freunde, ja, wir sollten jetzt ein bisschen aufpassen, denn gleich haben wir keine CP mehr. Denn das bedeutet, wir würden gekündigt werden. Stattdessen hören wir heute einfach auf zu arbeiten. Let's go! So, mein ADAC-Job ist beendet und Schicht beenden. Damit habe ich auf jeden Fall genügend gearbeitet. Also, Freunde, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr solch coole Videos sehen wollt. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss! Heute haben wir uns einfach mal mit dem WT-Gang als Sanitäter verkleidet und haben damit lustige und böse Dinge gemacht. Ich konnte einfach irgendwelche Dinge ausrauben und niemand hat es verstanden. Alter, Freunde, so werdet ihr reich. Yeah! Wie viel ich geschafft habe, auszurauben und wie viel Plus ich dadurch gemacht habe, seht ihr jetzt in dem Video. Also let's go und viel Spaß. Auf geht's! Ab sofort ist mein Kalender erhältlich und dieser streng limitiert und es gibt insgesamt nur 500 Stück. Schon jetzt unten in die Videobeschreibung und seid schnell, denn sie sind bald alle. Also let's go!
Ja, wann kommt denn der Bus? Warte mal, das ist nicht der Bus. Junge, ich will eigentlich was ausrauben. Dafür brauche ich den Bus. Bus, Service, nicht verfügbar. Na toll. Willst du mit der Feuerwehr fahren? Nein, tut mir leid. Freunde, übrigens seht ihr meine neue Viti-Kette. Wenn ihr wollt, kommt gerne in die Viti-Gang. Dort sind wir schon über 56.000 Mitglieder. Und holt euch, wenn ihr ein Viti-Gang-Mitglied seid, die Viti-Chain. Die Viti-Kette kostet auf jeden Fall 20 Robux und ist mega nice. Aber Freunde, ich habe heute mit euch was richtig Lustiges vor. Oh Mann. Wir sind heute Notarzt. Naja, so ungefähr. Denn ihr beide spielt heute den Notarztberuf. Und ich werde einfach als getarnter Notarzt kriminell sein. Dafür habe ich mir auf jeden Fall natürlich einen Plan gemacht. Und Freunde, ich würde sagen, dafür wechseln wir mal ganz, ganz schnell unser Outfit. Let's go! Und da, Freunde, was sagt ihr? Okay, ich meine, ich sehe zwar ein bisschen anders aus, aber eigentlich sehe ich schon ganz gut gleich aus. Ja, Freunde, das ist witzig. Okay, Freunde, aber ich würde sagen, wir sind auch ein Notarzt-Member, okay? Hey, du arbeitest hier gar nicht. Okay, Freunde, wir haben nämlich einfach hier einen Krankenwagen und wir setzen uns einfach mal mit hinein. Und als erstes müssen wir natürlich zum Dealer fahren. Und wir sind einfach drei vom Rettungsdienst. Und das wird uns keiner glauben. Und Freunde, was denkt ihr? Was wird die Polizei wohl denken, wenn wir einfach in der Bank sind und Rettungsdienst, ist da noch was ein? Ich glaube, das macht der Rettungsdienst nicht. Yo, Alter, wenn das funktioniert. Ja, ich bin auf jeden Fall auch natürlich gespannt. Und okay, es geht jetzt direkt los, Freunde. Ich würde sagen, zum Glück haben wir auch so ein getarntes Auto, womit es noch weniger auffällt. Und Freunde, wie gesagt, ich werde mir jetzt einfach mal ein paar Waffen hier nehmen. Ein paar Bomben, eine Sniper. Wir holen uns einfach mal alles hier, Freunde. Guckt euch das mal an. Bäm, Junge. Okay, Inventar ist ein bisschen überfüllt, aber... Yo! Okay, nun möchte ich auf jeden Fall mal vor die Bank fahren. Vor der Bank, alles klar, das wird so witzig. Ich bin so gespannt, ob das funktionieren wird. Und natürlich müssen alle mit hineinkommen, denn auf dem Server gibt es gerade 6 Polizisten und... Warte mal, 5 Feuerwehrmänner und Notärzte? Und davon bin ich einer. Okay, ich bin nur ein Getarnter. Aber ist auch trotzdem lustig. Okay, Freunde, ich würde sagen, boom, wir explodieren das weg von der Tür. So, und dann... Freunde, ich bin mal gespannt. Gleich wird die Polizei kommen. Aber, komm, wir rauben auf jeden Fall alles an. Ihr müsst natürlich mit hier drinnen bleiben. Ja, wir müssen natürlich so tun, als wenn wir denjenigen suchen. Ganz genau. So, ein bisschen was öffnen noch hier. So, oh mein Gott. Guckt euch das mal an, Freunde. Let's go. Und ich bin so gespannt, wenn gleich die Polizei kommen sollte, ob die auf jeden Fall was machen wird oder ob sie denkt, wir sind halt Notärzte, ob wir so ganz normal rausspazieren können. Ey, wenn das funktioniert, Freunde, dann habe ich auf jeden Fall den nächsten OP-Trick. Und okay, ich glaube, jetzt kommt schon Polizei. Ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, ich habe gerade noch eine Sirene gehört. Und ja, Polizei ist auf jeden Fall jetzt am Start. Okay, Freunde, wir haben auf jeden Fall jetzt alles eingeraubt. Und okay, hier ist Polizei. Und warte mal, wir gucken mal. Wir gucken so. Jo, Mann, das ist keine Polizei. Oh. Okay, noch besser. Freunde, was? Sie ist auf jeden Fall auch eine Banditin. Und das ist natürlich noch umso besser für mich. Jetzt wird die Polizei auf jeden Fall denken, dass ich natürlich kein Bandit bin. Warte mal, was ist eigentlich, wenn ich die umschnetzel? Und wir sie wiederbeleben. Warte mal, funktioniert das? Was? Warte mal, Freunde. Jetzt müssen wir eigentlich nur auf die Polizei warten. Okay, Freunde. Wir brauchen unbedingt Polizei und... Bitte sei ein Polizist. Nein, es ist kein Polizist. Hallo. Wir brauchen auf jeden Fall... Nein. Jetzt kommen noch mehr Medics. Was? Alter, wie viele Medics sind denn bitte hier? Naja, okay. Wir sind jetzt einfach 5 Medics. Aber Freunde, wisst ihr was? Wir hauen sie einfach wieder um. Wir warten, bis die Polizei kommt. Was ihr macht? Ihr haut sie einfach auch um. Let's go, komm. Komm, wir hauen sie um. Let's go. Es muss sein. Es tut mir leid. Sonst denken die doch, ich habe die Bank ausgeraubt. Oh mein Gott, bitte, Freunde. Jetzt muss doch langsam mal Polizei kommen. Wo ist die Polizei, wenn man sie einmal braucht? Aber egal, Freunde. Es hat auf jeden Fall jetzt richtig gut geklappt. Und ich würde sagen, naja, solange keine Polizei kommt, ist es ja uns egal. Fahren wir auf jeden Fall mal weiter. Ich würde sagen, wir fahren zum Juwelier. Und okay, umdrehen. So, ganz genau. Das Einzige ist natürlich, ich kann leider nicht wegfahren. Was aber jetzt kein Problem unbedingt ist. Wir sind ja eh vom Notarzt. Und vom Rettungsdienst nimmt man natürlich altbekanntlich keine Leute fest. Denn wir sind ja auch da, um Leuten zu helfen. Okay, Freunde, so. Wir sind auf jeden Fall beim Juwelier. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Hier raubt sogar gerade jemand aus. Wer ist das? Oh, warte mal. Das ist sie wieder. Nein. Ey, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. So einfach kommst du mir nicht davon. Das kann nicht sein. Nein. Bitte, bitte, bitte. Freunde, komm. Ich schaffe es. Nein, ich hab's nicht geschafft. Aber egal, Freunde. Ich würde sagen, komm. Wir tun mal so, als wenn wir denjenigen suchen. Und wisst ihr was? Ich raub in der Zeit aus. Alter, wenn das
das funktioniert. Okay, Freunde, ich bin so gespannt. Ey, wenn das weiterhin funktioniert, wenn einfach die Polizei gleich kommt und wir suchen den oder tun so, dann ist es Wahnsinn. Dann ist es wirklich Wahnsinn. Dann ist es krass. Kranker als krass. Okay, Freunde, warte mal. Okay, nimm auf jeden Fall die Taschenlampe rein. Ich könnte nämlich sein, dass die Polizei jetzt gleich da ist. Aber ich glaube, die Polizei hat doch irgendwie keine Lust. Was? Oh mein Gott. Freunde, ich glaube, das könnte der krasseste Raub jemals sein. Warte mal. Ich habe dir schon dreimal gesagt, du solltest abhauen hier. Was will die denn schon wieder hier, Mann? Vor allem, sie hat auch Waffen dabei. Sie ist echt gefährlich. Auf die müssen wir ein bisschen aufpassen. Und naja, heute gehört der ganze Juwelier mir. Oh, oh. Warte mal, ist das ein Polizist? Freunde? Oh mein Gott. Okay, es sind alles keine Polizisten. Was? Ja, ist egal. Wenn die Polizisten halt keine Lust haben und nicht können, dann ist das ja nicht mein Problem. Oh mein Gott, Alter. Wie viel kann ich denn einfach hier mitnehmen? Und warte mal, er hat eine Waffe. Leute, wir machen den einfach fertig, Junge. Warte mal, noch einer mit einer Waffe. Was? Ich habe einfach zwei umgeschnitzelt. Oh mein Gott, Freunde, das ist übelst und... Oh, oh. Nee. Noch einer. Leute, das tut jetzt leid. Aber jetzt denken die auf jeden Fall, wenn die Polizei kommt, dass ich kein Bösewicht bin. Das sind alles andere Bösewichte. Aber irgendwie kommt die Polizei nicht. Hilfe. Ich schreibe schon die Polizei, aber die will einfach nicht kommen. Hä? Ich würde sagen, ich habe so viel Plus gemacht. Und warte mal, das hier vorne lasse ich mir nicht entgehen. Alter, ich hole mir hier vorne auch noch. Boom, einfach nochmal. Jo, die zwei Sachen hier. Keine Ahnung, was heute mit der Polizei los ist, aber ich kann übelst viel mitnehmen. Ich kann übel. Ey, das war meine Bahn. Aber egal, wir fahren einfach los. Komm, wir haben keine Zeit. Let's go. Wir fahren jetzt einfach mal zum Werkzeugladen. Und ey, heute geht das übelst easy und krank. Und Junge, was ist hier denn los, Alter? Okay, ne, nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft festgefahren, oder? Jo, wir haben uns einfach festgefahren. Was geht denn hier los? Okay, Freunde, ich habe auf jeden Fall mal den Server gewechselt. Und hier gibt es natürlich mehr Polizisten. Und oha, hier ist sogar eine Absperrung. Und Mist, das war natürlich nicht clever, dass ich ein, ja, Notarzt-Kit hatte und in so ein Auto einsteige. Vielleicht war das ein bisschen auffällig. Aber Freunde, ich habe natürlich noch alle Utensilien. Und ich würde sagen, komm, wir gehen mal vor die Bank. Guck mal, ob die Bank denn ausraubbar ist. Und oh mein Gott, wir machen das gleiche nochmal. Let's go, Freunde. Aber natürlich muss ich da erst auf meine Kumpels warten. Und oh, warte mal, der hat eine Waffe. Warum zielt der auf mich? Leute, der hat's aber nicht gecheckt. Der dachte echt, ich bin ein Medic. Was? Selbst der Bandit denkt einfach, ich bin ein Medic. Oh mein Gott. Yo, tatütata, die Notrufsfeuerwehr ist da. Ja, so ungefähr. Moin, moin. Okay, Freunde. Testen wir es einfach mal aus, denn wir sind ja zwei von der VT-Gang. Und ein wirklicher Medic und ein nicht wirklicher. Okay, Freunde, ich bin so gespannt. Wird es funktionieren? Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal alles offen. Okay, warte mal. Die Polizei kommt. Aber... Freunde, wir tun so, als ob wir natürlich den Verbrecher wieder suchen. Deshalb nehmen wir auf jeden Fall eine Taschenlampe in die Hand. Und warte mal, kommt hier jemand? Komm, wir gucken und... Hä? Ich glaube, jetzt kommt Polizei. Oh nein. Ey, yo, komm mit. Wir sind jetzt wieder alle. Wir sind vollzählig. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Ey, bitte, wenn das klappt. Polizei muss nur kommen und denken einfach, wir sind alle lieb. Oh mein Gott, ich nehme auch einfach nur das Gold mit. Das Gold macht so viel Geld. Okay, Polizei ist hier. Wir dürfen nichts mehr weiter ausrauben. Ich bin mal gespannt. Ich weiß, dass Polizei ist. So ein bisschen hier hinten gucken, so ein bisschen rumgucken, aber... Hä? Wir finden keinen. Wo könnte das wohl sein? Und... Hä? Oh mein Gott. Checkt er's? Freunde, er checkt's einfach nicht. Er... Was? Er checkt's? Oh nein. Nein, bitte nicht. Er hat's gecheckt. Nee, ne? Nein! Was? Ey, das kann doch nicht sein! Och, bitte nicht. Bitte, lass mich frei. Junge, ich hab so viel Utensilien. Bitte, ich hab so viel Gold. Oh Mann, ey. Ha! Yo! Der kommt ja nicht durch, Mann. Nee, lass ihn nicht durch. Ha, was? Ich werd einfach blockiert, ey, yo! Ich hab extra nochmal geschrieben, bitte. Und er so, warum? Und ich hab extra noch geschrieben, ich mache auch Video. Meint ihr, das zieht, Leute? So wie der aussieht, so böse wie der aussieht, nimmt der mich trotzdem fest. Naja, das war's dann wohl mit mir. Ich aber auch. Nein! Okay, ich habe einfach mal okay geschrieben. Naja, dann ist es so. Dann muss ich halt festgenommen werden. Also besser gesagt, ich bin ja schon festgenommen. Und wir haben hier einfach so eine Paramedics. Was machen wir nun? Wir lassen den nicht durch. Ganz genau, Mann. Der kommt nicht durch. Und was, er ist schon übelst sauer. Es funktioniert ja mega gut. Und er fragt, bist du der Echte? Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall Salat auf dem Kopf. Weiß nicht, warum ich der Echte bin, oder? Nein, ist er nicht. Junge, wenn du das Video siehst, dann glaube ich der Echte. Ha, oh mein Gott, aber... Ja, ich hätte echt gedacht, das geht als Paramedic ein bisschen besser. Naja, egal. Er hat mir einfach gefragt, hast du Waffe? Ich so, nö. Dabei habe ich eine Waffe. Oh mein Gott, Freunde, wenn die mich loslassen würden. Oh nein. Die kommen immer noch nicht durch. Yo. Oh, Mist. Okay, Mist. Jetzt sind sie durchgekommen. Das ist nicht gut. Na toll. Freunde, das war's dann wohl mit mir. Ich
geh wohl ins Gefängnis. Hilfe! Okay, schreiben kann ich natürlich auch nicht mehr. Nein, das kann doch nicht sein. Okay, naja, egal, ich bin wieder frei. Und ich würde sagen, boom, Junge, wir steigen wieder ein und ab geht die Nudel. Okay, fahren wir einfach mal zur Ares-Tankstelle. Okay, Leute, ich muss als Paramedic doch auch mal gewinnen. Wir fahren doch nicht mit umsonst mit dem Rettungswagen. Rettungswagen ist gleich Hilfe. Also, bitte Polizei, hilft mir das nächste Mal auch. Und oha, was ist denn hier passiert? Hier ist einfach irgendwie eine Absperrung gewesen. Okay, Freunde, vielleicht funktioniert es ja diesmal. Okay, Leute, ich raub mal ganz kurz hier die Bank aus. Tatsächlich sage ich immer jedes Mal Bank dazu. Und oh mein Gott, Freunde, komm. Ey, bitte, bitte, bitte wenigstens das ganze Geld mitnehmen und dann einfach nur ganz easy mal rausspazieren hier. Ich bin doch nur vom DRK, vom Deutschen Roten Kreuz. Weil das sieht man doch. Okay, komm. Freunde, Polizei muss raus. Ihr so ganz easy. Und wir sind doch vom Rettungsdienst. Ciao. Ha, Freunde, was? Yo! Tschüssi, wir sind vom Rettungsdienst. Wir müssen einen Einsatz fahren. Wir haben doch einen Einsatz. Wir müssen doch Menschenleben retten. Das sieht man doch. Ha, Freunde, was? Die Polizei findet jetzt einfach den Rettungswagen hinterher. Also, ja, tatsächlich bin ich ja wirklich böse. Aber ich meine, ich fahre einfach bei einem nicht böse mit. Die können nicht mal Spikes benutzen. Wir können so langsam fahren, wie wir wollen. Die können uns nicht kriegen, solange wir in Bewegung sind. Ganz genau, du hilfst mir ja übelst gut. Ja. Ha, guckt euch das mal an. Sie versuchen uns einfach zu kriegen, aber sie haben wohl keine Chance. Tut uns leid. Aber Freunde, ich weiß, wie ich auf jeden Fall die Polizei abschütteln kann. Und das ist ganz einfach. Wir müssen uns Waffen holen. Ich meine, unsere Medics oder unsere Partner von der VT-Gang können sich natürlich keine Waffen holen. Aber wir, Freunde, also... Junge! Alter! Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier rechts rum. Okay, hier rechts ist natürlich auch ein Waffendealer. Okay, hier fahren wir rechts rein. So, okay, Freunde, let's go. Ja, ja, ja. Mann, der ist ein bisschen nervig. Aber geradeaus zu, jetzt genau, geradeaus zu, da ist auf jeden Fall einer in der Ecke. Und ich würde sagen, ach, egal, wir steigen schnell aus. So, ich werde mir mal ganz kurz zwei, drei Waffen holen und... Oh mein Gott. Nee, nee. Yo! Okay, warte mal. Ich hab ein kleines Problem, Freunde. Yo, warte mal, ich steige einfach in den Rettungswagen ein und... Ha, ich hab einfach zwei fertig gemacht. Junge, das habt ihr davon. Legt euch nicht mit der VT-Gang an, ja? Haben wir uns so verstanden, Junge? Und das ist sogar derjenige, der mich festgenommen hat. Ah, tut mir leid. Und er so... Junge, was soll das? Und ich schreibe einfach, du hast mich doch auch verhaftet. Und warte mal, was ist das jetzt weiter? Weg mit dir. Okay, warte mal, Freunde, wir trollen ihn. So, guck mal, ich mache ihn easy fertig. So, wir gehen bis Dach. Und wo ist er? Ich will einfach abhauen. Let's go, boom, Junge. Ich habe einfach drei Polizisten erledigt. Ja, du bist auch im Video. Also kannst du dir gerne jetzt nochmal nachschauen, wie du umgeschnetzelt wurdest. Tut uns leid. Ciao, ciao. Hier beim Werkzeugladen liegen auf jeden Fall alle Polizisten. Und ja, Leute, oh mein Gott, ich würde sagen, komm, dann rauben wir einfach nochmal den Werkzeugladen aus. Ich meine, es tut mir ein bisschen leid. Das sind natürlich alles unsere Freunde, aber naja, sie haben mich eingesperrt. Das ist nicht so lustig gewesen. Let's go und... Was? Das waren natürlich schlaue Polizisten, ne? Aber die nächsten Polizisten, die jetzt kommen werden, vielleicht sind die nicht so clever und wissen gar nicht, dass ich halt kein Medic bin. Oh mein Gott, okay, warte mal. Jetzt kommt Polizei. Ich würde sagen, okay, ich lade zur Sicherheit mal, auf jeden Fall die Waffe nach. Oh, oh. Okay, warte mal. Komm, wir legen es einfach mal drauf an und... Oh mein Gott, da hinten ist Polizei. Ganz viel Polizei, was? Oh mein Gott, warte mal. Wir sind Medics. Da hinten, wir tun nämlich einfach so, als wenn wir jetzt den Polizisten helfen wollen. Und oh mein Gott, was ist hier los? Ah, das ist ein Polizist. Moin. Ich habe einfach mal geschrieben, sollen wir helfen? Oh mein Gott. Letzte Bauer. Sollen wir helfen? Herr Polizist, Herr Commander. Mal gucken, was er sagt. Und er sagt ja. Ey, ich stehe vor ihm. Ich bin einfach Bandit. Ich bin einfach böse. Und er macht dich. Machen wir. Warte hier. Oh nein. Hier kommen noch mehr Polizisten. Oh mein Gott. Was? Oh nein. Nein. Warte mal. Ey, lass mal auf jeden Fall unseren Freund in Ruhe, Mann. Und Freunde, was? Ich habe extra noch geschrieben. Komm mit. Und er macht einfach gar nichts. Let's go. Okay, okay. So, ich würde sagen, okay, helfen wir ihn auf jeden Fall mal hoch. Und Mann, hat er es? Oh nein, er hat einen Taser in der Hand. Let's go. Okay, warte mal, wir helfen ihn hoch. Okay, Freunde, warte mal. Let's go, ich würde sagen, komm, helfen wir ihn. Okay, jetzt, Freunde, werde ich vor seinen Augen den Kollegen wieder umhauen. Und ich bin mal gespannt, was er dazu sagen wird. Oh mein Gott, wird es funktionieren? Freunde, let's go. So, was wird ihr jetzt machen, Freunde? Ich hab einfach vor ihn den... Oh, nee, ne? Was willst du mit dem Taser? Hey! Oh nein. Nein, Freunde. Oh mein Gott. Okay, wir müssen auf Polizistenangriffsjagd gehen. Let's go. Boom, Junge. Ha! Ist... Oh nein. Noch ein Polizist. Oh mein Gott. Let's go. Warte mal, Freunde. Wir haben keinen. Oh. Yo! Wir haben es einfach geschafft und... Moin, schreibt er. Ich habe einfach drei Polizisten umgehauen und da hinten liegt sogar tatsächlich noch der vierte.
Und, ey, ihr habt es am Anfang nicht geschnallt. Es funktioniert so gut. Let's go. Aber ich würde sagen, was machen wir denn jetzt? Vitamin ist zu gut. 3 Einheiten mindestens. Und ich habe extra noch geschrieben, Jumbo war nicht böse. Aber ich mag ihn trotzdem. Ha, er schreibt einfach bis zu gut. Oh mein Gott, Freunde. Sag bitte jetzt nicht, hier kommt noch Polizei. Oh mein Gott. Ey, warte mal, SEK kommt. Oh nein, ihr wisst, wer das ist. Ihr wisst, wer das ist. Attacke, Junge! Oh mein Gott, Freunde! Oh. Ha, was ist hier los? Tut mir leid, hallo. Meint ihr, denen geht's nicht gut? Ich habe jetzt einfach 4 Polizisten hier liegen und keiner checkt es, dass ich böse bin. Zumindest habe ich... Oh mein Gott, da ist SEK. Okay, wir tun so, als wenn wir nichts sehen und... Ah ja, wird hundertprozentig eine Sniper haben. Willst du mir eine Fake Sunny? Alle Einheiten kommen. Warte, was? Ich bin doch kein Fake Sunny. Und... Oh mein Gott, der will snipen da hinten. Ich sehe es doch ganz genau. Aber egal, wir tun so, als ob ich hier gar nichts Böses gemacht habe. Und ja, es war so klar, er snipet. Aber er trifft nicht mal, Freunde. Was? Was für ein Noobs? Oh. Okay, hab nichts gesagt, Freunde. Er trifft doch. Aua. Das Gute ist, ich könnte natürlich mich gegenseitig hochheilen. Wir rauben einfach mal locker easy hier vor allem das noch aus. So, keine Sorge. Ha! Einfach nur ein paar Energies mitnehmen. Jo, schmeckt eh besser. Freunde, hättet ihr eigentlich gedacht, dass das als Fake Sunny so gut funktioniert? Ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht. Und warte mal, kann ich eigentlich ein Tor schießen? Oh mein Gott. Komm, komm, komm. Jo, Mann. Lass ein bisschen Fußball kicken. Jo, und... Warte mal. Boom, Junge. Nein, nein, Freunde, komm. Let's go. Ich muss das Tor schießen. Nein. Ich hab ihn wieder. Was? Ey. Oh mein Gott, warte mal. Ich bin so schlecht. Ey. Du musst auf jeden Fall... Oh, in die Richtung. Okay, warte mal. Ich passe zu dir. Jo. Okay, das ist natürlich gar nicht mal so einfach, wie es aussieht. Und oh mein Gott. Ich passe zu dir. Und ich passe ihn zu dir. Und komm, schieß ihn rein. Schieß ihn rein. Und Tor! Oha, wir sind ein richtiges Special Team. Sag mal, was will denn der da hinten eigentlich? Ich meine, wenn ich jetzt angelaufen komme, dann haut er doch eh ab, oder? Hast du ein Problem da? Hey, was willst denn du jetzt hier? Das war mir so klar. Es war so klar, dass ihr ins Auto steckt und versucht abzuhauen, Alter, und tja, das war's dann wohl mit dir. Und hey, Moin, der ist einfach ein Polizist. Einfach ein Bandit von gerade eben noch. Let's go. Genießen wir noch ein bisschen den Sonnenuntergang. Und hier ist sogar jemand von der VT Gang. Freunde, was dachtet ihr oder wie denkt ihr? Wie findet ihr den Fake Sunny? Ich muss sagen, jetzt Fake Sunny läuft es richtig gut und man hätte, ja, noch einige mehr Banditensachen machen können. Ich kann auf jeden Fall jetzt in Ruhe schlafen und es war mega, mega witzig. Und warte mal, der spielt einfach mit den Polizisten Fußball. Oh mein Gott, was geht da mit denen ab? Oh, warte mal, Polizei. Hey, oh mein Gott, bitte Hilfe, bitte Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Let's go, bitte kommen Sie her, bitte. Meint ihr, der ist auch so doof? Oh mein Gott, was ist das für einer? Oh, er läuft an uns vorbei. Oh nein. Ich habe einfach mal auch gefragt, sollen wir helfen? Er checkt es nicht. Oh mein Gott, niemand checkt es. Okay, helf ihn mal hoch. Alles klar, wir machen das Spielchen von Porn. Oh mein Gott, okay, wir helfen ihm hoch, Freunde. Alter, wenn das funktioniert, oh mein Gott. Los, sagt er doch noch. Okay, let's go, wir haben ihm geholfen. So, und boom. Vitamin ist ein Feind, Sunny. Yo, einfach vor ihm den umgehauen. Und was wird er jetzt machen? Und oh, er geht schlafen. Das tut uns leid. Oh mein Gott, warte mal. Hey, ich werde angegriffen. Oh nein, da ist noch ein Polizist. Nein, Freunde, ich habe es nicht gecheckt. Oh mein Gott, mich hat einfach ein anderer Polizist angegriffen. Dort hinten hat sich ein neuer Polizist versteckt. Aber wir müssen ihm helfen. Bitte, bitte. Den 32-Typen, der hat es nämlich überhaupt nicht gerallt, dass ich auf jeden Fall gerade noch seinen eigenen Polizistenkumpel umgehauen habe. Und warte mal, ich hau ihn einfach um. Hey, wenn ich ihn umgehauen kriege, das wäre so witzig. Oh mein Gott. Yo! Wir helfen ihn einfach mal wieder hoch und er checkt es einfach nicht, dass er mich festnehmen könnte. Und er versteht es nicht. Stattdessen wird er jetzt ins Auto steigen und wahrscheinlich losfahren. Er könnte mich einfach festnehmen. Ich stehe einfach genau neben ihn. Ich krieg Schaden? Hä? Wieso? Und ich tue auf jeden Fall auch noch so, als wenn ich nichts davon wissen würde und... Yo. Freunde, was? Oh mein Gott, er versteht's nicht. Okay, helfen wir ihn hoch. Er weiß einfach gar nicht, von wem er Schaden kriegt. Dabei boxe ich ihn. Oh Mann, der Arme. Aber Freunde, ich würde sagen, das war auf jeden Fall mega witzig. Ich meine, er könnte mich jetzt immer noch festnehmen, aber er wird's nicht checken, dass ich böse bin. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch einen Fake-SWAT-Member haben wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Heute bin ich Polizist-Ausbilder und habe meine ersten Praktikanten. Und denen soll ich von meinem Chef beibringen, wie es funktioniert, Polizist zu sein. Doch schnell stellte sich heraus, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Denn oh mein Gott, ich hatte einfach 2 Noobs. Leute, was soll ich da tun? Naja,
denen bei was beizubringen, war sehr, sehr schwer. Es hat nicht mal funktioniert, dass die beiden Auto fahren können. Wie weit ich es den beiden gebracht habe, ein Polizist zu sein, das seht ihr jetzt in diesem Video. Also viel Spaß und let's go! Ab sofort ist mein Kalender erhältlich und dieser streng limitiert und es gibt insgesamt nur 500 Stück. Schaut jetzt unten in die Videobeschreibung und seid schnell, denn sie sind bald alle. Also let's go! Komm, Kuh! Warte mal. Freunde, ich weiß nicht, was passiert ist, aber mittlerweile habe ich irgendwie eine Kuh. Okay, anscheinend dann doch ein ganz schön großer Bulle. Denn Freunde, irgendwie habe ich eine Kuh adoptiert, wo auch immer her. Naja, egal, Kuh, ich muss da mal los. Kuh, eigentlich kann ich dich nicht mitnehmen. Naja, egal. Kuh, du musst aber beim Polizistenjob warten. Ich glaube, so kann ich dich nicht mitnehmen. Denn Freunde, heute müssen wir auf jeden Fall jemanden ausbilden. Das hat mir zumindest mein Chef so gesagt. Und da werde ich natürlich selbstverständlich meine Schicht antreten. Also packen wir mal hier ein und stellen uns ganz, ganz normal hier hin. So, Kuh, bitte bleib hier auf jeden Fall im Auto. Oh Mann, ey. Und Freunde, wir nehmen erstmal den Verkehrs- bzw. Streifenpolizist an. Und ich soll heute einfach zwei Leute in den Beruf des Polizisten einlernen. Hey, yo, was denkst du, wofür das ist? Keine Ahnung, Mann. Also so werde ich dich auf jeden Fall festnehmen. Nimm die Hände hoch, Mann. Nimm doch selber die Hände hoch, Mann. So, da wären wir. Warte mal. Wären wir auch? Hallo? Hey, was ist los, Mann? Wer bist du? Nimm die Hände hoch, Mann. Oh, wir sind Polizisten, Mann. Warte mal. Ich bin euer Vorgesetzter und ich muss euch heute irgendwie anlehren. Was ist der? Ach, egal. Nimm die Hände hoch, Mann. Alter. Naja, wie dem auch sei, ich soll euch heute ein bisschen beibringen, wie Notruf Hamburg als Polizist funktioniert. Und das kann ja was werden, Freunde. Ich bin der beste Polizist. Nein, ich bin der beste Polizist. Okay, Freunde. Wir werden heute nämlich mal... Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall ein großes Auto. Komm, wir nehmen auf jeden Fall hier, boom, den gefühlten Panzer. Aber als erstes würde ich sagen, spawnt euch auf jeden Fall auch mal ein Polizeiauto. Denn wir müssen natürlich die Basics üben. Und Freunde, wir versuchen, dass sie einen Schlängelauf machen. Und oh mein Gott, Freunde, das Polizeicamp ist eröffnet. Meint ihr, die schaffen das? Okay, als erstes müsst ihr hier diesen Schlängelauf so wie ich machen. Schaut mal so vorsichtig hier vorbei. Und okay, ich glaube, sowas könnt ihr auf jeden Fall. Am besten natürlich hier hinten umdrehen. Das ist ein bisschen schwieriger. Könnt ihr aber auch gerne mal so parken und so langsam zurückfahren. Und dann seht ihr. So habt ihr nämlich das Polizeiauto auf jeden Fall unter Kontrolle. Und dann müsst ihr einfach nur noch das Auto hier einparken. Und fertig ist auf jeden Fall eure Führerscheinprüfung. Alles klar, ich bin dabei. Jo, ab geht die Post, Junge. Ich bin ja natürlich Spezialeinheit. Wie nennt man sich um... Oh, irgendwas habe ich hier ein bisschen kaputt gemacht. Mist, ey. Sorry. Warte mal. Nein. Oh, nee. Du hast nicht wirklich das Auto geschrottet, oder? Das kann nicht sein. Oh, Mann. Das ist ein frisches, neues Polizeiauto. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Zumindest hätte ich nicht geglaubt, dass man so ein Auto so schnell kaputt kriegen kann. Der da hinten war schuld. Naja, ich weiß nicht. Okay, ich bin gerade. Los, geht los. Guck mal, wie gut ich bin. Warte mal. Hey, du musst... Oh, nee, ne? Das kann nicht sein. Ja, Mann, guck mal. Ich kann das Ganze sogar rückwärts, Alter. Ich bin übrigens gut. Mann, du Schuss im Kopf. Das ist doch kein Schlängellinie fahren. So, bin fertig. Oh, bin da. Okay, ich weiß ja nicht, wer von euch weniger sogar den Führerschein verdient hat. Aber auf jeden Fall habt ihr ihn beide nicht verdient. Mann, das hat ja gar nicht geklappt. Aber nun gut. Können wir jetzt nicht schießen? Nein, wir können nicht schießen. Naja, ich nehme auf jeden Fall schon mal die Kegel mit, denn die Führerscheinprüfung haben die auf jeden Fall beide nicht bestanden. Freunde, das könnte eine echte Katastrophe sein. Oder werden. Okay, aber ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal lieber bei mir ein. Ich möchte lieber, dass wir erstmal mit meinem Auto fahren. Also kommt hinein. So, offen ist es. Und jetzt geht es los. Und sind wir endlich da? Warte mal. Wir sind doch nicht mal vom Hof. Ich muss auf Toilette. Oh, nee, ne? Ernsthaft? Ja. Okay. Geh halt auf Toilette. So, anhalten, Freunde. Und so, jetzt geh ganz schnell auf Toilette. Ich muss doch nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Okay. Wir fahren jetzt los, ja? Okay, fahren wir auf jeden Fall mal weiter. Kann ich doch rüber auf Toilette? Oh! Okay, letzte Chance. Geh auf Toilette. Hey, Junge! Warte mal, als Polizist kannst du nicht einfach... Ach, Mann, egal. Steig einfach nur ein, ja? Steig ein. Oh mein Gott, Freunde, was soll das denn werden? Naja, egal. Werden wir halt das Beste mal heute draus machen. Und
denk dran, als Polizist muss man natürlich immer sich an die Verkehrsregeln halten. Zumindest solange kein Einsatz ist. Das bedeutet, wie schnell darf man innerorts fahren? 100? Nein, 200. Oh Mann. Ey Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie schnell man in der Stadt fahren darf. Das würde mich interessieren. Schreibt es als in den Kommentar und wer richtig liegt, kriegt ein Herz von mir. Gib mal Gas, da ist ein Blitzer, da haben wir ein Foto, Alterung und so. Ich glaube, den beiden ist auf jeden Fall nicht mehr zu helfen. Aber egal, wir müssen auf jeden Fall tanken. Und das machen wir natürlich direkt, Freunde. Ey, was soll das bitte werden? Aber egal, wir sind nämlich einen Tag Ausbilder. Aber wenn ihr zum Beispiel wollt, dass wir einen SWAT-Member ausbilden, dann lasst es mich auf jeden Fall auch wissen. Und okay, Freunde, wir warten natürlich auf das nächste Verbrechen und dann werden wir dahin fahren. Und schießen? Nein, wir werden nicht schießen. Und hey, was will der denn hier? Okay, Freunde, wir parken mal. Also, wir fahren hier rechts rein und... Oha, übelst teuer. Okay, egal. Wir halten mal kurz hier. So, Freunde. Und werden natürlich tanken. So, boom. Und gehen rein. So, bezahlt wurde für 605 Dollar, Alter. Das ist echt teuer geworden. Hey, gib mal die Kohle aus dem Tresor, Mann. Hände hoch, ich hab extra eine Waffe geholt. So, und ich... Warte mal, was flackert da so? Werde jetzt... Hä? Hey, was machst du da? Gib die Kohle. Alter, du bist Polizist, Mann. Hey. Ach nee, ne? Was ist das denn für einer? Mann, Alter, komm jetzt mit. Und was mit der ganzen Kohle? Komm jetzt. Alter, wir haben dafür keine Zeit. Ich muss dich nicht umsonst hier... Oh Mann, Freunde, was soll das denn bitte werden mit zwei Noobs am Start? Aber egal, okay. Wir werden das schon hoffentlich hinbekommen. Ich muss mal auf Toilette. Nein, du bleibst jetzt drinnen sitzen. Schluss aus Ende. Der muss einfach schon wieder auf Toilette. Aber nee, geht so nicht. Okay, Freunde, oben links steht zum Beispiel, der Juwelier wurde ausgeraubt. Okay, Freunde, auf jeden Fall haben wir, naja, zumindest das schon fertig. Und hier müssen wir Vorfahrt gewähren. Das bedeutet, wir müssen natürlich gucken, ob ein Auto oder sowas kommt. Denn die Ampel ist nicht eingeschaltet. Wo ist denn der Knopf? Hey, du hast das Warnblinklicht angemacht. Sorry. Und wo ist das hier? Hey, jetzt hört mal auf. Das ist ein geiler Knopf. Jo, und der Punkt, der wird richtig gut, Alter. Oh, Mann. Jetzt ist aber mal Schluss hier. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir fahren natürlich hier ganz normal 50. Biegen mal hier rechts ein. Wir gucken mal, ob hier irgendwas Schlimmes passiert. Okay, wir verfolgen mal den da. Der Orangene dort. Nee, der macht nichts. Okay. Noch ist alles nett und lieb. Und oha, warte mal, da fährt, das war ein Polizeiauto. Zumindest sehr schnell hier, was die Polizeiautos angeht. Aber wir haben bis jetzt keine Verbrecher. Wir können auch mal gucken, es werden insgesamt 4 Leute gesucht. Axo 22. Und warte mal, eine Vending-Maschine wurde ausgeraubt. Und das ist sogar hier vorne. Vollgas! Oh mein Gott, warte mal. Das ist sogar das orangene Auto. Mal sehen, ob wir es vielleicht gefasst kriegen. Und er versucht zu flüchten. Ey, warte mal, das ist... Lass ihn doch! Nein, wir müssen natürlich ihn versuchen zu verhaften. Komm schon, kann ich vielleicht noch schnell auf Toilette, bevor wir hinterher fahren? Nein. Okay, wisst ihr wenigstens, was man jetzt machen muss? Sirene an und schießen. Naja, so halb richtig. Sirene sollte man auf jeden Fall anmachen. Zumindest ihm klar machen, dass er stehen bleiben soll. Hey, bleiben Sie stehen oder Sie kriegen eine kostenlose Pizza. Oh Mann, ey, warte mal. Okay, Ausstieg und... Oh mein Gott, warte mal, Stop, Six und... Nein, es hat nicht funktioniert. So, weiter, nein, er ist willkommen. Oh mein Gott, steigt wieder ein. Wir haben ihn, nimm ihn fest. Warte mal, wie ihr... Oh nein, ihr habt ihn... Hey, was ist das denn für einer? Wir haben ihn, Boss. Wir müssen ihn nur noch festnehmen. Ihr habt ihn nicht. Das ist ein Baum. Das ist Freddy, der Baum. Wir haben ihn festgenommen. So, jetzt bist du dran, Alter. Warte mal. Das ist ein Zivilpolizist. Du kannst ihn nicht fest... Ach, Mann, Freunde. Was soll das denn? Ich habe hier echt 2 Noobs abbekommen. Ich dachte, wir wären hier auf jeden Fall mega gut heute unterwegs. Dabei hat mir mein Chef einfach 2 neue Azubis gegeben, die... Naja, die haben können gar nichts. Das sind echt 2 Noob-Praktikanten. Naja, kommt schon. Steigt ein. Es macht keinen Sinn mit euch. Oder warte mal, Freunde. Hier wurde was ausgeraubt. Und, oh mein Gott, hier ist eine Kuh. Nimmt auf jeden Fall den Taser. Kriegen wir ihn. Go, los, kriegen wir ihn getasert und... Kann ihn nicht festnehmen. Ja, okay, ich dachte einfach, die Kuh ist auf jeden Fall böse. Dabei ist es nur einfach nur eine Kuh. Oh nein! Die Kuh macht Mu, die Kuh macht Mu. Ja, super singt ihr. Okay, hier drüben wurde einfach gerade eben noch die Tankstelle ausgeraubt. Mal gucken, ob wir noch jemanden bekommen können. Und, Alter, wie fahren bitte die anderen Polizisten? Die fahren uns genauso rein. Ist das hier so ein Only-Noob-Server oder was? Okay, Freunde, warte mal. Wir steigen jetzt aus und let's go. Attacke, komm, raus und... Warte mal. Hallo, die Dame?
Mal, können wir den eigentlich aus seinem Auto rausklauen? Nee, leider nicht. Ey, Chef, wir haben ihn. Also, wir suchen ihn. Warte mal. Mann, der wurde doch gerade abtransportiert. Der muss hier irgendwo sein. Ich hab ihn, ich hab ihn. Nein, ich hab ihn. Ich renne ihn doch gerade hinterher. Ich glaube, ich hab ihn gleich, Boss. Warte mal, ihr rennt euch gegenseitig hinterher. Och, Mann, nein. Das kann nicht sein. Freunde, was passiert hier? Ich hab ihn. Warte mal, das ist ja mein Polizistenfreund. Ja, ihr seid eure Polizistenfreunde. Naja, Freunde, auf jeden Fall macht das heute irgendwie wenig Sinn mit den zwei. Aber ich würde sagen, da wir auf jeden Fall keine Verbrecher zumindest festnehmen zu scharf anscheinend, werden wir jetzt auf jeden Fall was machen? Ein Diebstahl. Oh, nein. Wir werden natürlich jetzt eine Polizeikontrolle machen. Und wo macht man die am besten? Auf dem Spielplatz? Nein. Was, wollt ihr Kinder verhaften oder was? Und zwar ganz genau so wie er. Wir werden uns jetzt nämlich eine Straße aussuchen und werden die Straße fest oder voll machen. Denn es werden immer noch, wie gesagt, 4 Leute gesucht oder sogar nur noch 3. Aber wie gesagt, Freunde, wir werden heute mal jetzt hier auf jeden Fall die Straße ein bisschen enger machen. Zumindest ein bisschen dicht machen, Freunde. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier ein bisschen, ja, uns dick machen mit dem Auto. So, wir sperren nämlich eine komplette Seite ab. Alles klar, ich sperre ab, Mann. Okay. Okay, wir sind voll am Absperren. Warte mal, das ist doch nicht... Mann, das ist doch keine richtige Absperrung. Och Mann, Freunde, wo bin ich denn hier gelandet? Man muss zum Beispiel den Gehweg hier absperren. Hey, stopp! Warte mal, das ist die Feuerwehr. Du kommst hier nicht durch, du bist ein Verbrecher. Das ist immer noch die Feuerwehr. Ich habe einfach mal geschrieben, kommen Sie gern durch, das sind Noobs. Denn er fragt einfach, was los ist. Du bist festgenommen. Ja, du bist festgenommen. Naja, egal. Ich würde sagen, Freunde, wir sperren auf jeden Fall, ja, er sagt sogar, okay. Hey, steck mir, der Verbrecher, oder? Freunde, so, wir werden hier mal ein bisschen noch was absperren. So, ihr seht, boom. Ja, okay. Damit nämlich die Leute hier auf jeden Fall auf eine Spur fahren müssen. Man kann hier sogar noch Stopsticks machen. Hä? Was ist das für einer? Ist das ein Verbrecher? Okay, Freunde, Stopsticks. Boom, ihr seht, wir haben hier auf jeden Fall einige Stopsticks. Ich denke eben. Hallo. Warte mal, LY20. Denn wir brauchen ja nur durchgucken, aber ich glaube, er ist nicht mal böse. Es ist einfach ein Lieber. Leute, der ist lieb. Okay, nächste Regel. Wir können nämlich versuchen zu lasern. Dafür müssen wir auf jeden Fall ein vorbeifahrendes Auto lasern und messen. Und oh mein Gott, warte mal, das ist viel zu schnell und... Au. Ich meine, das ist zwar die Polizei, aber hey, wie benimmt sich die? Oh mein Gott, so fährt man auf jeden Fall nicht. Und oh mein Gott, das ist ein Verbrecher. Messen und oh mein Gott, Radarkontrolle erfolgreich. Was ist nun passiert? Ich will zu meiner Mama. Was? Nein! Dafür ist auf jeden Fall jetzt keine Zeit. Und wir müssen versuchen, auf jeden Fall wenigstens noch einen Banditen festzunehmen. Ich habe keine Ahnung, ob der hier böse ist oder nicht. Okay, lass mich festnehmen. Ganz genau, denn das hier ist ein Bösewicht. Wir versuchen ihn mal festzunehmen, Freunde. Und let's go! Damit haben wir auf jeden Fall... Oh mein Gott, warte mal. Ist der auch böse? Oh mein Gott, nein. Yo! Schau mal, Chef, wir sind die Besten. Oh mein Gott, was? Ich bin so stolz auf euch. Okay, ich würde sagen, ihr seid ja mit die Besten, ne? Danke, Chef. Und jetzt geht's auf jeden Fall ins Gefängnis mit dem Ei. Einer ist einfach schon vom Server geliefert, weil er, glaube ich, keine Lust hat, von Noobs festgenommen zu werden. Aber nun gut, dafür können wir nichts, dass du so schlecht bist und unsere Straßensperre, Freunde. Sieht sehr gut aus, ne? Okay, Freunde, wir sind jetzt Polizist. Jetzt dürfen wir auch mal über den Rasen fahren. Ist jetzt komplett egal. Und es tut mir leid, auch wenn es, glaube ich, ein Labi-Freund war. Und kommst du auf jeden Fall mit ins Gefängnis. Und oh mein Gott, der arme Timmy ist cool. Es tut mir so leid, aber... So, nur noch wegbringen. Hä? Was macht ihr denn jetzt? Ey, hier kommt keiner rein. Niemand bringt jemanden ins Gefängnis. Hast du mich verstanden? Warte mal, das ist doch ein Bösewicht. Wir müssen ihn doch ins Gefängnis bringen. Nein, jetzt lass mich mal rein hier. Nein, ohne Ausweis bist du hier nicht drin. Was? Nein, Freunde, jetzt komme ich nicht mal rein hier. Oh, Mann. So, sind auch hier noch, ja? Warte mal, das ist unser Polizistenfreund. Kommt bitte mit. Ach, Mann. Freunde, okay, aber ich glaube, wir haben den Noobs auf jeden Fall schon einiges Gutes heute beigebracht. Und wie fandet ihr bis jetzt den Tag? Salzig. Was? Salzig? Chef? Ja? Ich wollte noch mal fragen, okay? Was? Hab da eine Kuh mit eingepackt. Warte mal, wie eine Kuh? Eine Kuh. Das ist mein Freund, weißt du? Warte mal, was denn für Kuh? Leute, was hat der jetzt für eine Kuh ins Auto gepackt? Hey, steigt mal aus, wen? Und was meint ihr mit Kuh? Naja, die sitzt hier hinten drinne. Muku. Oh nein, jetzt wird zu viel. Nee, ne? Alter,
einfach eine Kuh im Auto. Freunde, wenn ihr wollt, dass ich die Noobs auf jeden Fall noch beibringe, wie man Feuerwehrmann ist, oder vielleicht ADAC-Mitglied, oder vielleicht sogar Bus fährt, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine unkönnen Videos mehr wie dieses zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen bei einem unkönnen Video. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Kakao. Ja, ganz genau. Ciao.